So, da sind wir, Freunde. Gepflegter Fußballunterhaltung. Wunderschönen guten Abend. Siebte Night Session zum FM13. Wir sind weiterhin im Norden unterwegs. Wir sind weiter in Heide. Wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade im Chat schon gelesen, hohe Konkurrenz heute. Premier League Spieltag 15 oder so läuft hier in der englischen Woche. Gerade parallel. Ich glaube, die anderen Ligen spielen auch alles außer Deutschland. Ne? In Spanien ist gerade Pokal, England Liga, Frankreich Topspiel und so ein Kram. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber hilft ja nichts. Irgendwann muss der Heider SV halt auch wieder auf die virtuelle grüne Wiese. Siebter Stream zum FM13, gepatcht auf FM21 von FM Zockernet bereitgestellt. Die meisten von euch wissen eh Bescheid. Und jawohl, wir sind in der zweiten Saison. Und wir sind krachend gestartet, nämlich krachend schlecht, mit einem 1:5 gegen den letztjährigen Tabellenvierten aus Norderstedt. Hier sehen wir es. 5-1, nicht 4-1. 5-1 auf den Popo bekommen zum Saisonstart. Aber ansonsten war der letzte Stream eigentlich ganz gut. Ne? Wir sind ganz stabil, dann letzten Endes zum Klassenerhalt gecruised. Neue Saison gestartet, Kohle ist da. Mannschaft ist ein Ticken besser als letztes Jahr. Drumherum sind viele schwächer geworden. Ich glaube, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wo ich das anklicken kann. Vielleicht wisst ihr das sofort. Vielleicht so. Oh, ganz simpel sogar. Mannschaftsstärke, da. Wir sind irgendwie nicht mehr so schlecht. Also wir sind von... Okay, Top 10 hatte ich irgendwie. Ich hatte irgendwie Top 10 vor Augen bei der Mannschaftsstärke. Das stimmt auf gar keinen Fall. Aber wir waren ja die schlechteste Mannschaft der Liga im letzten Jahr bei der Vereinswahl zum Start des Stream-Projektes hier. Waren wir auf jeden Fall deutlich schlechter und jetzt sind wir am Rande von 600. Da haben wir uns im Endeffekt auch über die erste Saison hinweg hin orientiert und hin entwickelt. Aber schlussendlich sind wir weit weg vom letzten Platz, also unteres Mittelfeld. Jetzt, wenn man das hier so sieht, ist natürlich auch wieder ambitioniert. Ne? Nochmal Klassenerhalt sollte dann nochmal einfacher sein, aber jetzt ist das untere Mittelfeld, ist auch vollkommen egal. Worauf ich trotzdem nochmal mit ein bisschen Stolz hinweisen möchte, ist unser Hauptsponsor. Ja, wir haben Sony vor den Karren zu spannen geschafft. Und das für ein bisschen mehr als im letzten Jahr. Was uns allerdings noch sehr viel fehlt, sind hier Bandensponsoren. Ne? Also da hoffen wir auf hier diese Sponsorenkampagne, die noch bis zum 12.8. läuft, wieder ordentlich von Karren zu spannen und Sponsorengelder zusammenzukriegen. Und ja, darüber hinaus wird das heute viel virtueller Manager-Fußball. Die Mannschaft steht, Training müsste richtig sein. Alles gemischt defensiv, gemischt offensiv, das passt also alles. Wir müssen auf jeden Fall, das werde ich jetzt immer noch händisch ein bisschen anpassen. Ihr seht es hier, Fitness 84 und Frische 86 ist beides nicht gut. Im Endeffekt müsste beides über 90 sein. Da werde ich zu gegebener Zeit immer noch händisch mal nachsteuern müssen. Und zwar hier, fangen wir direkt damit an. Ausdauer hier. Ja, dann wird die Intensität normal, ist voll in Ordnung. Hier ist auf Konter. Ja, hilft nichts. Müssen wir immer mal noch ein bisschen nachjustieren. Aber ansonsten, glaube ich, klicken wir viel durch und spielen viel virtuellen Fußball. Und schauen mal, wo sich die Saison hin entwickelt. Das ist das zweite von zwei Vertragsjahren beim HSV. Und dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ne? Wenn ich da ganz konkret an den Andreas hier im Chat denke, der spannende Spielstände in den letzten Wochen bei mir immer wieder angemeldet hat, wo ich mir so denke, ach so einfach mal so hier wechseln, da wechseln, Schalke 04 und so. Das klingt nicht verkehrt, das könnte ich mir auch für uns vorstellen. Ne? Spannend und dann vor allem, was ja so ein bisschen mein Traum ist, ich weiß gar nicht, wie realistisch das ist, wo man hinkommen kann und wie schnell man sich entwickelt. Aber jetzt vom Heider SV, ich muss gar nicht direkt in die dritte oder gar zweite Liga. Mir würde so ein Traditionsverein aus der Regionalliga West, ne, der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Essen und so, das wird mir schon reichen. Ne, ich meine, mit Heider haben wir so gesehen Glück, 11.000 Manneken Stadion. Aber drumherum ist das halt nicht so traditionsreich, zumindest nicht in meinem Bewusstsein. So, das wäre so der nächste Schritt, auf den ich Bock hätte. Ich muss gar nicht sofort dritte, zweite Liga irgendwie unterkommen. Aber ja, das wird man dann jetzt sehen in den nächsten Streams. Und das ist heute der siebte zum Thema. Ah, der Marco bringt sofort, guck mal, der Marco wirft sofort einen super Tipp rein, weil ich nämlich, genau, die Stecktabelle im letzten Stream war so dieser Auslöser, wo ich jetzt gerade Top 10 gesagt habe. Und weil da wohl viele Mannschaften ihren Kader noch nicht zusammen hatten, ist das jetzt nochmal so umgewürfelt, dass ich doch nur
Bottom 10 bin und nicht Top 10. Das ist ein super Tipp, sehr interessant. Wissen wir auch Bescheid, dass wir uns darauf nicht verlassen dürfen. So, damit können wir anfangen. Andreas B., einen wunderschönen guten Abend. Der zockt auch fleißig seit Wochen FM 13. Der Marco ist auch wieder am Start und das war auch der Kollege, der reingeworfen hat, heute englische Woche. Die Bildungsmaschine ist am Start, der Mario ist wieder am Start und der Andreas 0391 ist auch am Start. Also zwei von vier möglichen Andreasen sind schon am Start. Mal gucken, ob wir sie alle zusammenbekommen. Ich prognostiziere so spät am Abend in einer Night Session mal nicht. Ist auch vollkommen egal. Hauptsache, wir können den Spielstand vorantreiben, egal wie viele Andreasen tatsächlich dabei sind. Ja, also ich tue mich beim FM13 immer noch so weit schwer, dass ich jetzt nicht sagen kann, es ist alles aufgestellt, aber ich glaube wohl. Wir haben Verträge, wir haben eine Mannschaft voll, wir haben das Training gemacht. Wir hatten die erste Niederlage. Wir haben diese ganzen Talente aus der zweiten Mannschaft, die mehr oder weniger... Warte, oh, die zweite Mannschaft muss auch noch trainieren. Die zweite Mannschaft muss auch noch trainieren. Gibt es da sowas wie Feldspieler? Oh, da habe ich verzockt. Gut, dass ich da jetzt gerade beim Ausholen bin, denn das zeige ich euch auch noch. Machen wir einfach Feldspielerfähigkeiten hier rein. Haben die auch was zu trainieren. Die zweite Mannschaft ist nicht existent. Ja, wir haben ja sehr viele Verträge einfach auslaufen lassen. Und dann habe ich dummerweise nicht dran gedacht wirklich. Und habe dann gesagt, hey, ein paar Talente aus der A-Jugend, bevor sie den Verein komplett verlassen, ziehen wir die in die zweite Mannschaft. Ne, 5 und 6 Talent ist jetzt nicht so schlecht. Aber die Stärken sind halt weit weg von erster Mannschaft. Deswegen, das ist ein bisschen madig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die haben alle eingestellt bekommen, dürfen bei der ersten Mannschaft mit trainieren. Also ich glaube, wir haben vieles eingestellt und sind am Start. Und wenn von euch kein anderer Einwurf kommt, Leon Andrösen, genau, das war die Anspielung. Schönen guten Abend, Akinator. Wenn von euch jetzt nichts kommt, von wegen du hast das vergessen, achte mal da drauf, dann mache ich jetzt Wochenablauf starten. Oder mache erstmal einmal Trainingslauf. 5 Kilometer, die packe ich auch jetzt noch. Ja. Und dann gehen wir mal durch die Wochen und gucken, wie wir uns schlagen in der zweiten Saison in der Regionalliga Nord. Zwei Zuschauer sind gerade beim Training gewesen. Oh, guck mal her. FC Carl Zeiss Jena hat Bock auf Lasse Greve. Siegprämie, das gucken wir uns mal zuerst an. Jesper Tiedemann ist wieder am Start. Dann haben wir Magen-Darm- und Fersenverletzung für zwei Neuankömmlinge. Und ja, Lasse Greve, den Kämpfer auf der linken Außenbahn, riesen letzte Saison gespielt. Vertrag noch bis zur nächsten Saison, der verdient gar nichts. Also für Stammspieler linke Seite ist das echt witzlos. Aber fast doppelter, ich brauche kein Geld, das ist auch nochmal so ein Ding, ich brauche kein Geld. Deswegen hilft mir das nichts, dass sie jetzt fast den doppelten Marktwert auch bieten, wie wir es fordern. Ja, das ist scheiße. Ja, komm, wie gesagt, ich brauche kein Geld. Was soll ich darauf achten, wenn der Typ jetzt nicht traurig wird dadurch, dass wir ihm eine Etage höher verwehren, dann brauchen wir das alles nicht mitnehmen. Ich glaube, ich habe ganz, ganz wenige Spieler im Kader. Was ist denn da jetzt los? Wer hat seinen Berater, hat der Mino Raiola irgendwie auf Twitter gestreut, der Kollege, was auch nix der Kollege eigentlich. Der verdient zu wenig. Marktwert 47.000 und die bieten echt die geforderten 75. Ist schon wieder nervig. Ich will dich nicht abgeben. Nein, bleib hier. Bleib hier. So, Scouting ist abgeschlossen. Wir sind am 23., ne? Genau, einen machen wir noch. Und dann wird aufgestellt. So, wie sieht's aus? Ach, du Scheiße. Ja, ich glaube, durften die nicht aufsteigen? Die waren doch letzte Saison quasi reverse abgeschlagen Erster. Die sind doch mit mehreren Punkten Vorsprung Erster geworden. Haben die dann dieses Relegationsspiel verloren? Oder darf die Zweitvertretung darf bis in die Dritte hoch eigentlich? Oder ist Bremen abgestiegen? Ja, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Warte mal. Nö. Werder Bremen ist immer noch Erste Liga. Ja, genau. Also hätte die Zweitvertretung... Kann man das irgendwie nachvollziehen? So Playoffs aus dem letzten Jahr? Komplette Liste. Historische Daten. So, jetzt Regionalliga Nord. Verein. Regionalliga Nord.
SV Werder Bremen 2. So, ganz viel. Und dann? Prestige. Schnell, das will ich nicht sehen. Kann man auch auf Playoffs gehen oder so? Regionalliga Nord, dann Aufstiegsplatz. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die nicht aufgestiegen sind, oder? Akinator, ganz herzlichen Dank fürs Reinkommen und dann sofort ein Abo dalassen, dass man auftritt. Auf der Startseite stehen einige Dinge. Ah, das ist ein guter Hinweis, stimmt. Das ist dann hier dieses auf Home klicken, ne? Genau. Einige Mails, egal. Mannschaft nicht aufgestellt, machen wir. Da ist alles gut. Da ist alles okay. Verein. Einige Mitarbeiter. Ja. Budgets überschritten. Das ist immer wieder dieses Komische hier. Ich habe nichts gebaut. Trotzdem ist die Infrastruktur überzogen von Tag 1 der Saison an. Sie sollten einen Marketingmanager einstellen. Aber warte mal, Marketingmanager. Management. Wie kann ich denn? Also Suche. Dann Marketingmanager. Alter ist mir egal. Wo ist Stärke da? Ui, guck mal hier. Bernd Dengelmann. Monstertalent beim Managen. So ein jungen Hüpfer mit Talent. So, Bernd, wie viel willst du denn? 17.000. Ich glaube, die hätten wir noch. Die hätten wir noch, Bernd, oder? Komm, hier jährliche Erhöhung. So. Oh, guck mal, so schnell geht's. 18.000. Auch ohne die Erhöhung. Okay, Fanshop. Der soll einen eigenen Fanshop bekommen. Ich glaube, das mit dem Marketingmanager wird uns schon länger empfohlen. Ja, die Kohle haben wir. Ich mach das mal. Einfach mal gucken, was passiert. Ich meine, immer noch erstes Team, erstes so, ne? So, was mir auch empfohlen wurde, alles hier ausrichten auf unser System. Wie kann ich denn jetzt gucken, was der für ein Lieblingssystem hat? Oder geht das nur bei Amateurtrainern? Nee. Weil wir haben einen, das kam eben ja auch im Chat, wir haben einen Co-Trainer auslaufen lassen. Es war leider der nicht so teurere. So. Aber jetzt, also wenn ich den aufklicke, ach nee, ich muss die Maus nur drüber halten. Okay, das ist ja schon mal gut. Das passt. So, jetzt gucke ich mal. 442. Gibt's nicht. Das ist schlecht. Warte mal. Ja, das ist doof, dass ich nicht danach filtern kann. Jetzt muss ich mir hier quasi voll einen absuchen. Oh, ich hab, glaube ich, nach Alter gefiltert. Das ist auch falsch. 4, 4, 2, breit spielen wir. Oh, mühsam. Ich habe noch nicht viel gefunden. Das ist auch geil, richtig. 4, 1, 4, 1, asymmetrisch, diametral abklappend. Der ballferne Zehner muss pressen, so nach dem Motto. Oh, hier, Andreas, das ist deine Meta-Aufstellung, oder? 4, 2, 4, ganz schimmelig. Gibt's das überhaupt? Doch, das gibt's, oder? 442 eng oder so heißt das. So eng und breit heißen die. Gibt's nicht. Ja, dann lasse ich das erstmal. Oh, das sind warme Worte. So kommt man doch gerne in den siebten Stream zum FM13 rein. Akinator, vielen Dank dafür. Mouse over, genau, haben wir jetzt rausgefunden. Für den Moment sind wir jetzt, glaube ich, erstmal aufgestellt. Können wir so lassen. So, da fällt ein Stürmer. Ein potenzieller Startelf-Kandidat aus. Diese wir hatten erst Grippe Anfang der Vorbereitung. Und jetzt haben wir Magen-Darm in der Mannschaft. Ich habe beim letzten Stream schon gefragt, ich frage es jetzt nochmal, vielleicht weiß das jemand. Kann man das eindämmen irgendwie? Muss ich die dann bei Trainingsgruppen oder so in eine Quarantäne quasi stecken? Was ist. Also Grippe, Viren, Magen-Darm, das kann doch nicht sein. Und Bastosch kriegt einen Formanstieg und der ist zweite Mannschaft und hilft mir nichts. Na super. So, wollen Sie die Aufstellung ändern? Ja, wollen wir. Zack, erstmal so. Wojtenko hat keine Frische. Oh, wir haben auch keinen Ersatzstürmer. Das ist eine ganz... Boah, wie viel... Ja, Magen-Darm halt alle, ne? Ne? Ne, Ferse, Magen-Darm, Grippe, Magen-Darm, Pferdekuss, Grippe. Boah. Also wir haben ja eigentlich den einen oder anderen Spieler zu viel im Kader. Zumindest im ersten Mannschaftskader. Aber jetzt kriegen wir gerade mal so eine Mannschaft zusammen. Ist auch witzig. Und hier unser Supertalent. Mal gucken, was der für Schritte und für Sprünge macht.
in dieser Saison. Aber ja, vor dem Hintergrund, warte mal, wir gucken. Wojtenko ist zu unfrisch. Auch Daniel Seemann ist nicht so gut drauf. Da fehlt der Sinzel. William Wachowski mit ganz schlechter Form. Da kommt der Hinrich. Und der ist dann auch sofort... Ist er gar nicht. Ne, Kufner spielt. Und dann haben wir den Kapitan. Haben wir beide Capitanos mal auf dem Platz. Ja, dann müssen wir wohl so raus. Ja, hilft ja nichts. Hilft ja nichts. So, Butzek ist Spielmacher. Güsli ist der Sturmtank. Ansonsten bleibt das alles so, es sei denn. Ja, so richtig sicher, dass die linke Bremer Seite schlecht ist, weiß ich nicht. Aber eine 59 ist jetzt nicht so überragend eigentlich. Aber nee, komm, jetzt lass einfach spielen, wie es ist. Formpfeile stehen. Bachulski, auch überraschenderweise mit einer schlechten Form. Unser Klassenerhaltsgarant aus der ersten Saison. Ja, komm, ich glaube. So. Müssen wir jetzt raus. Bremen 2, wie gesagt. Monster aus der letzten Saison. Erstes Spiel für heute. Ja, so schnell geht's. Oh, das ist eine... Ja, Bastos oder Furkan, beides Offensivspieler aus der zweiten Mannschaft. Hätte man jetzt mal für die ein oder andere Woche hochziehen können. Ja, stimmt. Ja, guck mal. Die Idee muss man erstmal haben und dann muss man rechtzeitig den Chat lesen. Ja, wobei, das ist eine interessante Idee, mit dem verseuchte Spieler in die zweite stecken. Ist das nicht dann für die Moral irgendwie ziemlich niederschlagend, wenn du einen Spieler auch nur temporär in die zweite Mannschaft schiebst? Oder kann man das dann begründen? Also, schöne Idee auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, das hat dann nur noch mehr negative Auswirkungen. Und vor allem, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das wirklich einen Effekt hat. Also, dass man wirklich reagieren muss. Vielleicht ist das doch nur reiner Zufall, dass sich da so viele gegenseitig anstecken. Vielleicht ist es auch so der Worst Case, den ich gerade hatte mit Grippe und Magen-Darm-Grippe. Ja, mit Unterzahl gegen die viel zu starken Werderaner. Da nochmal zurückzukommen, das wird eine Herausforderung. In der Pause werde ich auch wechseln. Ich möchte nur jetzt nicht so früh... Aber ja, das sieht... Ja, dann geht die Moral runter. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist schon wieder madig. Gegen so eine Top-Mannschaft, dann die rote Karte. Hoffentlich wird es kein 1:9. Sollen jetzt mal eingreifen. Also erstmal... Gebt euer Bestes, genau. Und dann hier Massage bei den Unfitten. Ja, motivieren kannst du eigentlich alle. Das ist kein guter Auftakt in die Saison. Aber genau, jetzt erstmal eingreifen. Und zwar holen wir einen Stürmer runter. Wer hat die wenigste Frische, die schlechteste Form? Ja, kannst du... Lass mal den Güsli drin. Kommt der Elert hier hin. Dann nehmen wir den Seemann raus und ziehen den maltesischen Redondo ein bisschen mehr in die Mitte. Und wir nehmen auch Lasse Greve früh raus, schonen und überhaupt. So, und jetzt bei... Warte mal.
Er ist Sturmtank, er ist weiter Spielmacher. Aber Anweisungen müssen wir mal eingreifen, nämlich hier. Kannst gerne kreativ sein, kannst auch aggressiv sein, kannst aber flanken bist du jetzt nicht der Typ für. Ballgewinner. Ist erstmal okay. Du sollst nach vorne und du bist EZDM wie immer. Okay, das passt. Das können wir vielleicht noch machen. Kufner vor. Das ist doch mal eine Idee. Hier so ein bisschen verkloppeln. Und dann machen wir hier Mitte rechts. So, schieben die Abwehr ein bisschen vor. Und sind ein bisschen mutiger. So, gucken wir mal, ob das ein kleiner taktischer Kniff ist, der uns besser dastehen lässt in der zweiten Halbzeit. Aber klar, in Unterzahl dürfte da eigentlich nichts mehr anbrennen für den SV Werder. Jetzt sind wir mittlerweile nur noch 507 stark. Ich muss mein Managerbild am Anfang nicht ändern. Du meinst dieses Avatarbildchen von mir, was ich reingemacht habe. Das ist bei dir immer wieder aufs Neue weg. Nee, da habe ich noch kein einziges Problem mit gehabt. Hahn raus, warum? Ach, wegen der Note 5. Ja, das können wir dann in der 60. gucken wir nochmal nach dem letzten Wechsel. Dann kann das vielleicht den Hahn treffen. Aber, ja. Hallöchen, wir haben wieder ein Fußballspiel. Kelvin Ehlert. Und das ist der erste Profi die Assist für Giorgio Federico. Also, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir hier nochmal reinkommen. Engelmann ist halt auch angeschlagen hier so. Also unfrisch. Wojtenko. Ja, okay. Dann nehmen wir, wie gewünscht, den Michael Leon raus. Bringen den Stamm-IV aus der letzten Saison. Vielleicht bringt das dann nochmal zusätzliche Stabilität. Scheint auf jeden Fall keine fette Abreibung zu werden, wie sich das eigentlich nach den ersten 45 Minuten angebahnt hat. Wieder Ausschlag nach links. Güslü. Nein. Das wäre es natürlich gewesen. Erster Assist und dann auch direkt erstes Profitor. Und dann kriegst du so ein bitteres 3-1 durch den mittlerweile erste Mannschaft. Zweite Bundesligaspieler Romano. Schmied. Ja, das dürfte jetzt gewesen sein. Ist es echt so, die Noten? Also ich habe beim Anschluss 3-Tagebuch auch immer so nach den Noten ausgewechselt. Ist das hier wirklich so ein heftiges Indiz für einen aktuellen Moment auch? Dann werde ich hier noch verstärkter auf die Noten achten. Steffen Nielsen hat jetzt auch schon wieder eine 5,0. Also vielleicht haben die auch beide einfach einen unangenehmen Gegenspieler. Romano Schmid ist vielleicht kein angenehmer Regionalliga Nord Gegenspieler. Jetzt steht es auch hier 4-1. Also das wird ein krachend schlechter Saisonstart. Wo habe ich es hingepackt? Da, wo alle anderen Bilder auch liegen für das Porträt. Ah, warte mal. Kann das sein, dass du vielleicht den Zielpfad geändert hast, wo das Porträtbild liegt und das Spiel resettet das immer wieder aufs Neue auf das Originale? Also ich kann dir das später auf Twitter mal schicken, wo das genau liegt. FM13, Bilder, Porträts, 160x160, Manager, irgendwie sowas. Also im Stamm-Dateiverzeichnis, wo alle anderen Bilder auch liegen. Vielleicht ist das dann das Problem. Du hast es woanders gelegt und er resettet immer wieder die Ordnerstruktur im Spiel und findet dann das Bild logischerweise nicht wieder. Das könnte das Rätselslösung sein. So, und was das Rätselslösung für die Mannschaft ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall krachend gestartet. 20. Platz, natürlich nicht das, wo wir hinwollen. Minus 8 schon im Torverhältnis. Da wollten wir auch besser werden. Also von daher viel zu tun. Viel zu tun. Finanzen sind voll in Ordnung. Sportliche. Ja, die ersten zwei Spiele haben sofort bleibenden negativen Schaden hinterlassen. Hier sind viele angeschlagen. Trikots, okay. Quarteng wieder da, Wolf wieder da. Potenzielle Spieler, das ist schon mal gut. Ich soll was überprüfen. Ihr Malcolm ist gesperrt.
Kommt da nicht normalerweise eine Einschätzung von meinem Juristen? Habe ich keinen Juristen? Dann akzeptieren Sie das Urteil. Ja, mache ich. Dann ist das jetzt erstmal so. So, wir gucken wieder aufs Training. Warte mal, wir sind am 25. einmal vor und dann Pause. Da machen wir nochmal wieder ein bisschen Kondition. Denn das muss auch noch besser werden. Ist natürlich jetzt schwierig mit den Magen-Darm-Kaspern. So, auch der Michael Knötzinger ist wieder am Start. So, hier haben wir was bei Sponsoring. Oh, Henkel! Heimspiel. Düsseldorfer Unternehmen. Auf geht's. Natürlich wie immer Summe erhöhen klicken. Einmal geschafft, aber alles über 10.000 unterschreibe ich. Das passt. Ansonsten alles gut. Sony können wir eigentlich immer, wenn es hier erlaubt ist, zumindest Freikarten und so geben. Wir sind mit 11.000 nie ausverkauft. Wir sind am 26. nochmal aufs Training gehen. Ja, es wird langsam mit der Fitness. Ausdauer, zack. Ausdauer, zack. Also wenn das wirklich so simpel ist mit dem Training, dann würde ich halt behaupten wollen, das ist ein bisschen einfacher als bei Anstoß 3 oder deutlich einfacher als bei Anstoß 3. So, wir gucken mal. Können wir Marcel Reim anrufen? Hat der Bock? Nee, selbst der Schwächste in diesem Monsterturnier hat keinen Bock mit uns zu reden. Aber wir haben teilgenommen, sehe ich gerade. Warum auch immer wir eingeladen wurden, das habe ich jetzt nicht veranstaltet. Das ist witzig. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir in der ersten Saison auch dabei waren. Ist man immer dabei als Spieler? Verein? Das ist ja jetzt ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie gut unsere A-Jugend dürfte das sein, ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie gut unsere A-Jugend ist, aber da überhaupt mitspielen zu dürfen, ist doch eine coole Nummer. So, der Hinrich hat auch Magen-Darm. Irgendwie alles gerade ein bisschen nervig. Jetzt ist er schon wieder da. Kann auch wieder trainieren. Jetzt geht's gegen den Aufsteiger, glaube ich. Oh, 175er Stärke. Ich hatte ja eh die Vermutung, dass da sich einiges in der Liga verschoben hat. Ich meine, die sind nicht wirklich 175 jetzt am Ende auf dem Platz, oder? Haben die auch noch nicht auf automatische Aufstellung geklickt, oder was? Güsslü ist mit der Grippe noch raus. Quarteng ist schon wieder verletzt. Und Wahnsiedler auch noch Grippe. So, wir machen automatische Aufstellung und haben jetzt schon wenigstens wieder eine vernünftige Bank auch. So, Hinrich ersetzt den Wachowski. Pacholski ist nicht zu ersetzen. Daniel Seemann ist schlecht drauf. Dafür kommt der Sinzel. Und Veselinovic, auch nicht so frisch, auch nicht so gut in Form, kommt erstmal auf die Bank. Also, mein Gefühl korrigiert mich da auch gerne. Lieber nach Form aufstellen, als nach zwei Stärkepunkte besser. Ist nicht so ausschlaggebend. Spielergespräche, verdammte Axt. Ja, komplett vergessen. Habe ich mir heute noch, weiß gar nicht, auf dem Klo, beim Joggen, keine Ahnung, wo überlegt. Ich war gar nicht joggen. Beim Spazierengehen. Was erzähle ich denn da? Aber dieser Gedanke kam mir auch. Ich muss die Spielergespräche ausreizen. Ich darf das nicht immer vergessen, so im Labern und dann, jo, aufgestellt, klick. Auf jeden Fall reden. So, und der Federico kommt auf die Bank für Wachowski. Mal Risiko. Nicht, dass uns da bei den IVs was passiert. So, vollkommen richtig. So, Marvin Wolf. Was kann ich dir sagen? Muss körperlich stärker werden. Für unseren Kantenstürmer ist das gut. Jesper Tiedemann. Hast gut trainiert. 5 Moral dazu. Gut. Wojtenko kehrt zurück. Ich brauche hier in Topform. Jawohl, sehr gut. Haben wir diese Saison noch nicht gesagt. Knötzinger kommt. Verklicken ist des Todes. So, körperlich stärker werden. Also ich könnte jetzt bei jedem, glaube ich, ein oder zweimal, ne, dieses brauchte ich in Topform aufsagen, aber ich will es jetzt nicht alles für ein Spiel verballern. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, den Jungs früh in der Saison irgendwie so Hinweise zu geben, wo sie Defizite haben, ne, so wie körperlich stärker und so, dann. Jawohl.
Dann sage ich denen das lieber jetzt und dann trainieren die das. Genau, muss stärker werden. Ich denke, ich habe andere Defizite. Ja, bestimmt. Bestimmt, Kollege, bestimmt. Auch hier. Jawohl, körperlich stärker. So, jetzt haben wir die Stammelf angesprochen. Passt soweit. Taktik. Wolf ist größer, deswegen wird er der Sturmtank. Beide haben nicht den Spielertyp dazu. So, wir vergleichen wieder. Ja, hat unser... oder haben die überhaupt keine Mannschaft? Kann das sein, dass die keine Mannschaft zusammen haben? Ist, also ist doch also irgendwie komisch. Darf ja auch nicht sein, oder? Ich bin jetzt mal gespannt, was kommt, wenn wir auf Spielen klicken. Ob die keine Mannschaft haben oder so. Die Anweisungen sind geblieben. Die Laufwege sind geblieben. Wir haben, da fehlen Spieler eigentlich. Okay, mal gucken, was das Spiel da mit uns vorhat. Vielleicht sind die aus Versehen aufgestiegen, keine Ahnung. Ja, okay, dann gucken wir noch ein letztes Mal hier. Infektion, Trainingsziel erreicht, infiziert, das hatten wir alles schon. Neue Mitarbeiter. Ah, guck mal, wir haben einen Marketing Manager. Jetzt gucken wir mal, was kann ich dem denn so geben? Mitarbeiterinfo, kann ich, macht der jetzt automatisch was? Mitarbeiterinfo. Arbeitspensum, ja 100%. Station, mir egal. Oh, ist zum ersten Mal in seinem Leben Marketing Manager, ist auch gut. So, kann ich Vertragsverlängern, Lehrgang, Position ändern, nö, okay. Dann arbeitet er jetzt scheinbar einfach und macht Merchandise, da macht er was, oder? Kann ich dem das jetzt alles übergeben? Macht er das, oder? Der Assistent kümmert sich um alles. Guck mal, haben wir's. Hier, der Bernd. Der kümmert sich. Gut. Sehr schön. Bernd. So, privater Bereich. Joggen gehen. Und dann geht's weiter. Scouting ist abgeschlossen. Wir haben erscoutet, dass die keine 11 Spieler haben. Güsslü. Ah, auch da. Neue Fan. Ah, jetzt kommt schon hier. Jetzt kommt die Kohle. So, und Heiko Irmer. Grätsche. Wachowski wieder da. Aber hat gelitten. Okay. Jugendmannschaft habe ich jetzt keinen Bock. Ich will Fußball spielen. Hey, ich habe den IV absichtlich nicht rausgenommen. Weil, beziehungsweise ich musste mich entscheiden, wen nehme ich raus und dann nehme ich lieber, also wen nehme ich raus für mein ZDM Malteser. Und dann musste es der IV sein. So, gebt euer Bestes. 140er Mannschaft, also die haben glaube ich, ja guck mal hier, das Spiel wird nicht angepfiffen. Wird für 3-0 für uns gewertet. Ja, immerhin erkennt das Spiel das. Und was passiert jetzt? Nein. Hängt das jetzt auf, oder was? Ich kann... Okay, er hat es zu Ende berechnet, oder was auch immer. Okay. Erster Sieg, genau. Also 5-1 bleibt nicht Standardergebnis bei uns. Aber, ne, seien wir ehrlich, dieses 3-0, dieses Schicksal ereilt, ja, also diese geschenkten 6 Punkte in der ganzen Saison gegen Hemmelingen, die kriegen ja alle Teams. So, das finde ich jetzt ein bisschen befremdlich. Ist das ein Spielproblem? Ist das ein Patchproblem? Warte, ah, falsch. Nein, ich will nicht simulieren. Nein, weg. Ich wollte nicht simulieren. Nein, Quatsch. Wo ist das Simulieren? Wo kommt das denn her mit dem Simulieren? Ach, da bis zum nächsten Pflichtspiel. Nein. So, hier ist alles gut. Farbkopierer, wieder Kohle, neue Ablösesummen von mir aus. Wir sind am 1. Ich gehe ein. Das wollte ich machen. Ein weiter. So. Das war jetzt echt skurril. Schön am Schobo, schön, dass du auch noch reinfindest. Obi-Jan Wahnsiedler, Obi-Jan Wahnsinn, kann wieder trainieren, gut. Jetzt habe ich auch nochmal Muße, die Jugend anzugucken. Unsere Talente, genau, 5er Talent und mehr. Hier brauchen wir einen neuen Mentor. Soweit passt da keiner. Stefan Schröll, den holen wir dann auch irgendwann hoch. Also die 240 Plusler hier, die lassen wir noch ein bisschen schmoren in der Jugend. Kann man solche Jugendspiele auch abwerben? Geht das? Und können uns die weggenommen werden? Muss ich da jetzt Sorge haben oder eben überhaupt nicht? Weil die bei uns fix sind. Und wenn dann halt das Zeichen kommt, genau, letztes Jahr Jugend, dann müssen wir eingreifen. Das verstehe ich, das sehe ich.
So, B-Jugend, haben wir noch den Markus Sciotto. Ja, der muss sich gut entwickeln, der Kollege. Mentor ist da und alles gut, das ist kein Thema. So, Moment, Training. Jetzt hätten wir gewusst, dass die keine Mannschaft aufbieten, hätten wir die Woche natürlich nochmal komplett auf Fitness gehen können. Ohne Rücksicht auf Verluste, aber okay. Wir lernen nicht aus. Abwerben geht immer, okay. Interessant. So, Jahreshauptversammlung. Stimmt, die hatten wir auch zum Antritt. Schüchterner Applaus. Ja, da könnt ihr ruhig mal ein bisschen hier, Leute, was denn los? 20 Leute in der Night Session, schöne Zahl. Und okay, schüchtern. Sehr gut. Positives Fazit bei den Finanzen. Okay. Nielsen und Tiedemann. Ich hätte jetzt eher Pachulski da gelesen. Den haben wir ja auch entsprechend gewürdigt am Ende der letzten Saison intern. Machen wir Mittel. Ja, schön. Letztens habe ich das ein bisschen schüchterner verkauft, das Projekt Klassenerhalt. Da habe ich dann minus irgendwas bekommen. Jetzt bei Mittel scheint es okay zu sein. Schwacher Beifall für Polomka. Sprich von einem guten Jahr. Kündigt über eine Rasche an. Er habe heute den. Ui, stimmt das wirklich? Ist das jetzt so ein Easter Egg oder? So bei Anschluss gab es ja immer zum 1. April dann immer dieses Ereignis, ihr Präsident hat Spieler XY, meistens den Besten aus dem Kader, an den Erzrivalen verkauft. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt, weil an dem haben wir ja lange rumgebaggert, dass er überhaupt verlängert. Also von daher, passt das. Das ist witzig. Das ist schöne Idee, ich guck gleich mal, ob der, dann hat er jetzt 5 Jahre Vertrag, der Kollege. Mannschaft total überaltert. Okay. Nee. Wir haben fast keinen über 30. Wir haben den ganz alten Quader auslaufen lassen. Wir haben immer noch... Nee. Das stimmt nicht. Sturm für ausreichend halten. Ja, wir haben den Veselinovic. Alle so über 50. Oh, da habe ich was Falsches angeklickt, oder? Achso, nee. Also, genau. Ob den Sturm für ausreichend halten. Ja, finde ich. Nicht super geil, aber ist geil. Nervig. Ein Fan fragt, ob sie ihre Abwehr. Ja, ich habe oft. Okay. Also, unser Ziel ist unteres Mittelfeld. Warum soll ich denn da jetzt. Also, es ist ein bisschen doof jetzt. Jetzt haben wir fast gar keine Fanbeliebtheit mehr. Das ist schlecht. Das hat gelitten. Oh, Vereinslied. Okay, das hätte besser laufen können. Vor allem bei den Fans. 36 nur noch. Ja, nach dem ersten Sieg der Saison hoch um einen, alles gut. Ja, Fans jetzt nicht mehr so zufrieden. Das geht. Wieder Grippe? Also irgendwie, ich weiß nicht. Gerade meinen Kalender. Ja, ich habe es leider verpasst hier. Oder geht das hier noch kurzfristig? Ne. Hat eine Woche spielfrei. Ja, hätte ich Freundschaftsspiel einrichten können. Ist jetzt auch egal. Da haben wir eine Woche zart trainiert. Und jetzt geht's gegen Drochters in Assel. Ausgeglichene Bilanz gegen die Kollegen. Aus der ersten Saison. Ja, das ist erstmal okay. Den wollen wir auch nicht abgeben. Hier sind alle wieder fit oder eben nicht. Oder wieder fit oder dann auch wieder nicht. So, nochmal zurück ins Training. 90, 96, ja, okay, das passt. Also da haben wir es. Da haben wir die Ausdauergrundlage noch legen können jetzt hier zum Start. Konterspiel ist perfekt. Lange Bälle könnten besser sein. Ja, da ist einiges noch ausbaufähig. Hat das was mit der Gruppe zu tun? Nein. Ja, muss ich nochmal gucken, ob ich da ein bisschen was rumschiebe. Ja, Katze ist endlich da.
Schönen guten Abend. So. Ist es Grippezeit? Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel da so realistisch ist. Ja, guck mal. Wir kriegen tatsächlich ein Leihangebot für unser etwas zickiges Spielmachertalent. Obi-Jan Wahnsinn. Natürlich machen wir sofort hier gerne. Siegprämie, Güssle wieder da. Der Feind in meiner Trainingsgruppe. Oh, da machen wir doch gleich mal Gespräche. Hier IV. Duell. Hinrich Schröder wollen wir auch nicht abgeben. Unseren Anführer hier. Telemann Scouting, alles wieder da. Also, das ist schon das ist schön. Haben wir Entwicklung. Also, Obi-Jan Wahnsinn. Verkaufen, verleihen. Hat auch einen relativ langfristigen Vertrag, glaube ich. 3 Jahre sogar. Oh, wir wollten nach den. Ach, guter Punkt. Wo sind die Verträge? 25. Und wir sind in 21. Er war bis 3 tatsächlich. Ja, Präsident. Gute Sache. Wenngleich auch nicht hier das Übertalent, auch nicht der Überspieler, nicht mal zwingend Stammspieler, aber schöne Sache. Das war eine witzige Nummer. So, und jetzt wollte ich ja hier bei. Vertragt euch wieder, genau. Nein, er muss den ersten Schritt machen. Wo ist der Nielsen? Vielleicht macht der den ersten Schritt. Okay, dann haben wir ein Problem. Wobei, warte mal. Letzte Option, die ich noch ziehen könnte. Der Hinrich, unser Kapitän. Sprich mal mit. Kann man doch auch mal, ne? Versöhne mal irgendwen. Gibt es hier nicht. Okay, schade. Ja gut, dann nicht. Ja. Ah, man kann Spieler... Ah, stimmt, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal vorgeschlagen hattest. Stimmt, man könnte sie irgendwo anbieten. Aber ich glaube, außer Obi-Jan Wahnsinn möchte ich gar keinen verleihen. Das war nur so eine erweiterte Idee. Wenn es sich ergibt, machen wir das. Setzen wir den mal auf die Liste. Wenn es nicht klappt, wird er seine Minuten bekommen. Aber mit 43 natürlich nicht allzu viele. Aber okay, so. Also automatische Aufstellung. Und jetzt justieren wir wieder. Jesper Tiedemann ist nicht frisch genug. Hier... Engelmann, ja, bei RV bin ich halt immer wieder so am Limit. Oh, Lasse Greve auf die Bank. Das hat man auch noch nicht so häufig. Thorsten Tönnies hat gut trainiert, ist gut in Form, ja, voll. So, bei IV. Nils mal bestrafen. Schade, beide. Wobei, warum eigentlich? Ja, okay. Ja, ist schwierig mit der Capitano-Position. Beide Anführer hier sind keine zwingende Stammspieler. Spielt Güsli. Güsli spielt auch nicht. Das ist also irgendwie schwierig gerade. Schwierig. Okay, dann wie immer Federico auf die Bank auf jeden Fall. Hinrich, 46. Ja, komm. Lass mal den spielen. Dann haben wir einen Capitano auf der Bank. Auf dem Platz. Sorry, Platz. Ja, das ist unsere Aufstellung gerade. Nicht ansatzweise 600. Also irgendwie fehlt gerade so ein bisschen der Lauf. Fehlt die Form. Brettschgallo oder Zeugner? Ja, ich glaube, rechte Seite. Rechte Seite ist schlechter. Das können wir angeben. Mitte rechts. Da kann ich arbeiten. Oh, Sponsoring. Sponsoring haben wir noch. Guck mal hier. 12. Und ja, beide gut. Beide gut. Nehmen wir beide. Ja, dann nicht. Rein Energie im hohen Norden ergibt keinen Sinn. Deswegen brechen wir auch die Verhandlung ab. Oder einfach nur zu gierig. So, das passt alles. Können wir denen noch Freikarten geben? Jawohl, immer wenn es geht, machen wir das. So, die... Achso, die übernehmen das Gehalt. Keine Like. Ja, klar, auf geht's.
Also so stabil über 600 sollte die Mannschaft schon irgendwo sein, ne? Sind wir schon wieder deutlich schwächer als die Drochtis. Da ist das Thema gelöst. Ja, Kickersonde. Moment. Fanartikel macht der Kollege komplett mir also egal. Könnte auch so ein Intro von so einem 1880er Jahre. So wie, weiß ich nicht. Für Columbo ist es zu fetzig. Also, wie Magnum. Fetziger Columbo oder Thomas Magnum. Das geht. So, die Aufstellung habe ich jetzt eigentlich schon zu früh gemacht. Da hat sich aber hoffentlich nicht mehr so viel getan. Ja, Marvin Wolf muss Tiedemann ersetzen, weil der nicht so der frischeste ist. So, jetzt kann ich vielleicht hier nochmal. Nochmal hier motivieren. Genau, nochmal einen Formpunkt reinhauen. Wachowski muss stärker werden. Hast andere Defizite? Okay. Tönnies spielt zum ersten Mal, glaube ich. Jawohl. Das muss dann auch reichen. Gegen den Tabellenelften deutlich besser. Wir holen den Unentschieden. Und dann sofort drauf gehen. Hoffentlich mal so ein normales Spiel jetzt. Keine roten Karten. Kein Gegner, der 70 besser ist. Und vielleicht auch gerne mal Taktiken greifen und so weiter. Oh, das ist mal ein schöner Nickname. Kokskröte. Ganz vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Follow. Kojak, ja, vielleicht auch sowas. Richtig. Ist das Free-to-Play? Nicht so wirklich. Aber das Spiel gibt es nicht mehr wirklich auch so einfach zu beziehen. Deswegen, ich empfehle jedem, der jetzt auch Bock bekommt. Ah, Szene abgefangen. Wer Bock bekommt auf den FM13 oder vielleicht auch schon was länger versucht, den zu bekommen und findet nur Keys für 700 Euro, 260 Euro, die vielleicht gar nicht mehr gehen im Origin, macht mal Ausrufezeichen FM13 in den Twitch-Chat hier und guckt, was der Chatbot euch da anbietet. Habt da vielleicht noch eine Chance, an den FM13 zu kommen. Free-to-play ist es aber so gesehen nicht. Also ihr könnt jetzt nicht einfach auf electronicarts.de gehen und das Spiel einfach runterladen. Jawohl. Und Marvin Wolf nach seiner Grippe, Virus, was auch immer, kehrt in die Startelf zurück und hat das Näschen. Sehr schön. 1-0. Marco. Ich nehme an, das heißt Marco. Ne? Laddi Marco. In jedem Fall herzlichen Dank fürs Follow auch an der Stelle. Schön. Lohnt sich der Stream schon wieder? Schön, dass ihr hergefunden habt. Wie kommt man denn dazu, mit Heide zu spielen? Ja, das vielleicht an der Stelle auch nochmal aufgesagt, wenn ihr so einige neue Namen im Stream unterwegs sind. Das ist eine echte Karriere. Also einfach gesagt, hey, Karriere, hier, ich bin der Playmaker und biete mir was an. Und dann hat mir das Spiel Chemie Leipzig, TB Berlin und eben den Heider SV angeboten. Und warum auch immer das Plenum hier gesagt hat, nimm die mit Abstand schwächste Mannschaft aus den dreien, aber auch die schwächste Mannschaft aus der Regionalliga Nord. Dann haben wir sie halt genommen und haben uns so gar nicht so verkehrt durch die erste Saison gearbeitet. Und ja, wie das auch beim Anschluss-3-Tagebuch vor ein paar Monaten war, einfach echte Karriere gestartet und mal geguckt, wo uns das alles hin verschlägt. So, von daher ist das hier sicherlich nicht der Emotion und der Traumkarriere letzter Schluss bei diesem Verein. Aber für so einen Auftakt, ne, ist das erstmal ganz spannend. Und wir sind im zweiten von zwei Vertragsjahren. Also es kann sein, dass wir in der nächsten Saison schon woanders landen. Aber dafür müssen wir erstmal unsere Aufgabe hier bei Heide vernünftig lösen. Vielleicht auch noch das ein oder andere Level-Up mitnehmen als Trainer. Wir sind mittlerweile Level 2. So, bis hierhin ist das recht uninspiriert von den Gästen. Die Führung geht soweit in Ordnung. Gucken wir mal auf die Frische. Ja, Dennis Engelmann, weil der halt einfach sehr gesetzt ist auf RV. Kann der Lasse das auch spielen? Ah, oh, der Lasse kann das auch gar nicht so schlecht spielen. Dann bringen wir den Lasse Greve hier mal. Und ganz verwegen. Doppelwechsel im Sturm.
Dann haben wir schon mal dreimal gewechselt. Einen Wechsel halten wir uns auf. Hier nach gut einer Stunde frischen Wind auf dem Platz. Also was ich auf jeden Fall glaube, vom Kader her sind wir jetzt zum ersten Mal, ja gut, zweite Saison, klar. Aber sind wir zum ersten Mal so breit und gut gefächert aufgestellt. Also von daher sollten da, wenn jetzt nicht alle gerade Magen-Darm haben, oder viele Magen-Darm haben, sollten wir immer eine gute Bank auch haben, immer noch wechseln können, reagieren können. Für uns, bitte, bitte. Nein, der soll nicht sprinten. Ach, sauber. Okay. Über Verletzungen sollte man sich natürlich nicht freuen, aber in dem Fall, bevor der sprintet, abzieht 1-1, ist das doch auch in Ordnung. Ist ja auch nur eine Zerrung. Der läuft in zwei Tagen wieder. Der läuft in zwei Tagen wieder. So. So, und jetzt kommt natürlich nochmal der übliche Wechsel hier, unseren Federico zu bringen. Jetzt machen wir das Zeitspiel an. Und schimmeln das Ding hoffentlich nach Hause. Unser Malteser Redondo. Was ich übrigens auch heute auf Klo wahrscheinlich als Idee hatte, euch zu fragen. Bin mal gespannt. Könnt ihr mir den besten, vielleicht den besten maltesischen Fußballer aller Zeiten, aber mindestens den besten maltesischen Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga jemals nennen? Kommt jemand auf den Namen? Ich sag nur die Initialien MM. Und während ihr überlegt und hoffentlich nicht mit Google schummelt, passt aber auch, nicht mit Google schummelt, meine Herren, feiern wir das 1-0. Sehr schön. Katze hat schon wieder genug von maltesischem Fußball, ja dann eben nicht, Madame. 3-0 am grünen Tisch und 1-0 beim wirklichen Fußball. Das ist gut und wichtig gegen eine stärkere Mannschaft. Hinten dicht gehalten, zwei Niederlagen, zwei Siege. Wir orientieren uns also wieder ein bisschen ins ruhigere Fahrgewässer. Finde ich gut. Altin Rakli, der war aber Albaner, oder? Ach, der Marco hat es schon aufgelöst. Vollkommen richtig, Michael Mifsud. Ich glaube, komplett bei beim ersten FC Kaiserslautern seine Bundesliga- und zweite Bundesliga-Zeit gehabt. Aber ja, vollkommen richtig. Michael Mifsud vom 1. FC Kaiserslautern. Und ich glaube, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal irgendwo gelesen. Ich glaube, der ist erst Anfang 40 und spielt noch, also Profifußball, und ist immer noch bei... Also entweder spielt er bei irgendeinem maltesischen Verein und ich habe den irgendwie in so einer Euro-Quali-Runde mal nochmal gelesen auf dem Spielberichtsbogen, oder der spielt echt noch Nationalmannschaft. Weil dieses Michael Mifsud bei Kaiserslautern ist ja auch gefühlt 20 Jahre her. Also, ja, das ist weit weg. Aber vollkommen richtig. Sehr cool. Also manchmal ist es immer wieder schön, so mitzubekommen, dass es auch noch so alte Fanatiker-Kicker-Sonderheft auswendig lernen Menschen da draußen gibt. Das finde ich gut. Michael Mifsud. So, Team des Tages. Unsere... Oh, ja klar. Wenn man gegen eine bessere Mannschaft hinten die Null hält, dann ist das nicht so überraschend, dass unsere Innenverteidiger einen guten Job gemacht haben. Schröder und Wachowski. Auch so ein geiler Name. Wachowski und Schröder machen hinten dicht. Jawoll. Heider Tugenden. Dann die Prämie gekriegt. Das ist doch ein rundum gelungenes Wochenende gewesen. Mit dem Heimsieg. Sehr schön. Altin Rakli war aber wirklich Albaner, oder? Altin Rakli ist kein Malteser gewesen. Da vertue ich mich jetzt hoffentlich nicht, ne? Ja, Andreas, das wäre natürlich der Traum. Aber Fortuna ist ja aufgestiegen in der ersten Saison. Oh, Andres Montero, ein 70er, kann gegen uns nicht spielen. St. Pauli 2 hat einen 70er im Kader, ja, das ist ja witzig. Albaner oder Marokkaner? Ich glaube Albaner, aber auf gar keinen Fall Malteser. Altin Rakli ist auf gar keinen Fall Malteser. So, also Montero als 70er, das ist glaube ich einer der besten Spieler dann der vierten Liga für St. Pauli 2. Das ist in der Tat schön, dass er nicht spielen kann. Sponsoring Blink. Oh, Europapark.
Das wäre so der zweite Wunschverein. Ja, da unterschreibe ich natürlich sofort. Zweite Wunschverein in auch diesem Safe Game, der SC Freiburg. Also im deutscher Wunschverein. Also wenn wir im Ausland irgendwie später unsere Erfolge feiern, hätte ich da auch nichts gegen. Europapark, auch sehr gut. Okay, wir sind am 6.16. Wir sind am Montag. Wir gehen nochmal ins Training rein. Mittlerweile sind wir über die 90 gehüpft bei Frische und Fitness. Das ist schon mal gut. Ich glaube, dann lassen wir das jetzt mit hier nochmal Vollgas geben und kümmern uns um die anderen Dinge. Flanken sind stabil. Lange Pässe müsste man mehr bekommen. Vor allem, ja, eigentlich müssten alle mehr lange Pässe trainieren. Wo sind wir? Konterspiel. Aufbau ist auch nicht gut. Lange Pässe sind hier schon drin. Gruppe 2 ist die offensive Gruppe. Also eigentlich müssten wir nur bei Konter ein bisschen runtergehen. Wir können lange Pässe, Ecken, Flanken. Flanken und lange Pässe können wir mal ein bisschen vernachlässigen. Dafür lange Pässe nochmal ein bisschen mehr. Das ist Flanken, genau. Dann kommen die langen Pässe hier einmal rein. Und Aufbauspiel ist nicht so geil. Können wir den Konter einmal vernachlässigen. So, ein bisschen drauf eingehen, wie die Truppe gerade drauf ist. Dann haben wir hier mal Essen gehen und so. Gibt es Teamgeist. Da, Essen gehen. Gucken wir mal, ob das irgendwie was bringt. Und dann geht's nach Hamburg. Zum FC St. Pauli 2. Auch nicht so überragend gestartet. Das, okay, wenn du einfach nur einen 90er-Namen droppen wolltest, da bist du mit Altin Rakli weit vorne dabei. Ja. 624 ist gar nicht so überragend. Ich meine, gut, wenn der 70er-Superstar fehlt, dann macht sich das dann in der Mannschaftsstärke sicherlich auch sofort bemerkbar. So, der mittlerweile mit 4-Jahres-Vertrag ausgestattete Kelvin Ehlert mit Fleischwunde raus. Ja, guck mal, da habe ich eine Idee. Nee, okay, ich habe keine Idee. Malcolm Phillips spielt. Schade. Nicht automatisch der Giorgio. So, Form. Ja, einige gute Formen haben wir hier schon. Das ist schon, das ist schön zu sehen. Ansonsten, ja, Malcolm Phillips nicht so gut drauf. Der ist eigentlich besser drauf. Soll ich ihm das Startelf-Debüt ermöglichen? Ist vielleicht ein bisschen zu fanatisch. 10 Punkte schlechter? Ja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Engelmann, immer noch ein bisschen am Limit hier, aber trotzdem gut in Form. Katze, kannst du dich mal entscheiden? Immer Häppchen nehmen, zurückkommen, wieder kommen und gehen. Hinrich ist super drauf. Ja, guck mal. Dann, ja, sind die beiden Streithähne komplett außen vor und wir lassen unsere, ja, okay, nur logisch auch, beide in der Elf des Tages unsere super IVs. Das wäre unlogisch gewesen, da zu reagieren. Im Sturm der 55er Veselinovic, ja, lassen wir auch drin. Ja, komm, passt soweit. Sturmtank passt. So, hier müssen wir wieder gucken. Wo ist die Mannschaft gut, wo ist sie schlecht? Kyücü. Und hier fehlt der 70er. Maximilian Franzke, natürlich ein ganz anderes Thema als der Montero. Kennen wir hier sonst irgendjemanden, der mittlerweile zweite Liga spielt vielleicht? Akame, nee. Langford, Feed. Dann machen wir es mal anders diesmal. Hier, nein. Mitte links. So, das passt. Ja, und so schwer es mir fällt, dann muss ich leider den Federico auf der Tribüne setzen. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja. So, was haben wir hier noch zum Ende? Der Kollege Fleischwunde, genau. Griechisch Essen hat nichts gebracht. Transferliste egal. Egal. André, oh, das ist der Torwart. Moment mal, den gucke ich mir mal kurz an. Weil der wäre genau hier. Ich habe dem Trainingsziele gegeben. Habe ich gar nicht. Ist auch mal witzig. Ne, Abschlag ist egal. Ja, das hätte ich eigentlich mal machen sollen, ne?
allen Jugend. Na, die haben doch. Die haben doch bitte Training, oder? Ja, der hat Training. Gut. Passt. Auch gut. So am Spieltag einmal so kurz über die. Kurz über die Jugendspieler nachdenken. Habe ich die überhaupt richtig aufgesetzt? Ja, die sind. Oh ja, die sind talentiert, aber weit weg. Was bist du für einer? LM. Ja, da musst du natürlich dribbeln. Da musst du natürlich flanken. Antreten und schnell sein. Ausdauer auch. Ja, ja, aber das sind genau die Dinge, das ist bei mir noch null selbstverständlich. Genau zu wissen, was oder so eine Struktur zu haben im Aufziehen eines kompletten Vereins. Und gerade wenn ich talentierte Jungs da habe, IV, Zweikampf, Sprungkraft, Robustheit ist wichtig, Gerätsche und Antritt. So. Wieder verzockt. Aber ist auch nicht schlimm. Auch nicht dramatisch. So, dann raus geht's. St. Pauli, Freunde. St. Pauli kämpft um jeden Ball. Das ist wichtig. Am Millern-Tor. Ohne hin. Na, frühe gelbe Karte. Nicht so cool. Und gerade diese Standardchancen müssen eigentlich unser Faustpfand werden. Das fand ich bei Anstoß immer ganz wichtig, die Standards hochzuhalten. Und wir machen eigentlich ein gutes Spiel, ne? Hier Heide, 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 Heide. Liest sich nicht verkehrt. Muss mal dranbleiben. So von der Stärke auch sehr ähnlich wie der Sieg zuvor gegen Drochtersen. Warum soll dann nicht hier gegen St. Pauli 2 was drin sein, die ja, wie gesehen, auch so im Mittelfeld auch nicht überragend aus den Startlöchern gekommen sind. Ja, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja, gerade mit dem Infrastrukturzeugs ist es natürlich dann dankbar, wenn du zu einem größeren Verein wechselst, wo schon vieles ausgebaut ist, vieles stimmt. Kaum sage ich's. Und dann macht ausgerechnet der Ersatz für den 70er das 1-0. Ist natürlich auch super. Wie das halt immer so ist, ne? Der eine Topstar fehlt und dann ist der Ersatz zur Stelle. Und schon gehen wir mit einem Rückstand. In die Kabine. So. Engelmann muss wie immer massiert werden. Dem würde eine Pause auch mal gut tun. So, dann loben wir hier hinten. Wir loben den Marvin. Und dann motivieren wir die Kollegen. So, Wojtenko. Da kann eigentlich mehr kommen. So, da lädt sich. Oh, der Balken voll auf. Okay. Endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Knötzinger, den können wir 1-1 wegnehmen. Ja, Seemann habe ich leider keinen Sinzel auf der Bank. Hahn für gelbe Karte Wachowski. Veselinovic enttäuscht ein bisschen. Seemann nicht nur müde, enttäuscht auch. Lassen wir erstmal so laufen, aber Ticken giftiger werden. Angriffsseiten mal ohne Vorgabe jetzt für den Rest der zweiten Halbzeit.
Punktgewinn ist nicht unmöglich. So, Wolf müde. Sturmtankwechsel. Ne, geht in die falsche Richtung. Nein, Platzverweis. Scheiße. Keine Wechsel mehr. Ja, okay. Das war irgendwie madig. Wirkte nicht so, als hätte man das wirklich verlieren müssen. Am Ende ist es dann 0-1 auf dem Kiez. Ja, immer noch 3 vor, aber irgendwie bei 3 Punkten vor denke ich mir immer, das sind dann die 3 Punkte von den Mannschaften, die hier unten, oder von Hemelingen zumindest. Ich kann mir vorstellen, die haben auch hier überall NNNNN. Alles verloren bisher. Haben die, also haben 2 Tore erzielt. Also die sind nicht immer kampflos unterwegs gewesen. Aber die sind genau minus 15. Die haben alles 0-3 verloren. Die verlieren richtig. Bordesholm. Die haben vielleicht wirklich 11 Spieler, die scheiße sind. Und nicht nur 3. Okay. Na, jetzt gehen wir wieder auf die 13 runter wahrscheinlich. Jawohl. Ja, Butzek hätte ich auch noch bringen können. Aber ja. Letzte Saison, wie sieht's aus? Ja, ähnlich. Da hat sich nicht viel entwickelt. Arbeitsfoto, ja, wir sind wieder sehr beliebt. Mega. So, jetzt bin ich mal gespannt. Training. Wie hat sich die letzte Woche ausgewirkt? Haben wir da Verbesserungen? Konterspiel, Flanken. Lange Bälle. Nicht so wirklich, ne? Da müssen wir da wieder eingreifen. Also Konter und Flanken brauchen wir nicht. Lange Bälle und Ecken wären mal was. Also Konter und Flanken brauchen wir nicht. Dafür machen wir Ecken und lange Pässe. Bei euch aus. Lange Pässe macht er. Ball halten. Das Abwehrding haben wir ganz viel von. Aufbauspiel auch okay. Vielleicht hier mal Ecken einbauen. Ich meine, hier müsste ich, ja, hier kann ich die Dinger natürlich auch ein bisschen rausnehmen. Ja, nochmal Ecken. Und dann weiter. Also, hör mal, Mädel. Langsam ist gut. Keine Ruhe in den Stream mit dir. Ja, ja, richtig. Die Fanbeliebtheit hat, glaube ich, Sturzflug angenommen Ende der letzten Saison, weil wir da irgendein Event nicht gemacht haben. Keine Saisonabschlussfeier mit den Fans. Irgendwas habe ich da vergessen. Da kam dann, glaube ich, auch eine Nachricht zu. Und dann habe ich ja bei der Pressekonferenz, bei der Jahresveranstaltung da 2 Dinge falsch beantwortet. Wieder minus 13. Also irgendwie hat sich das relativ schnell jetzt zusammen. Also summiert die Minuspunkte und jetzt ja, wird es langsam ein bisschen enger. Langsam ein bisschen enger. So, Sommertransferperiode vorbei. Wir verkaufen nicht, wieder fit. Sehr gut. Scouting von mir aus. Das kann er gerne. Golf Challenge. Nein, gehen wir nicht auf den Sack. Neu. Oh, das ist immer spannend. 15 Jahre, 24er Stärke. Direkt mal vergleichen. 15 Jahre, 24er Stärke.
Das ist schwach, brauchen wir nicht. Korrigiert mich da immer gerne, wenn ich das falsch rechne. Ne? Der ist Mittelfeldspieler, 24, Stärke, 15 Jahre. Nein. So, Jugendspieler erreicht. Von mir aus. Oh, und sehr schön. Den haben wir angesprochen und er hat gearbeitet. Das ist immer, scheint eine einfache Möglichkeit zu sein, ne? So gezielt bei gewissen Spielern da eine Entwicklung zu forcieren. Finde ich gut. Schöne Nummer. So, dann wie immer Aufstellungsassistent und nochmal händisch nacharbeiten. Tönnies. Warum spielt der jetzt nicht? Achso, weil der 87 Frische hat, ne? Ja, das geht noch. Das geht noch. Der ist so gut drauf, der muss spielen. So, dann Hinrich mit seiner super Form. Muss spielen. Im Sturm. Wolf. Nicht der frischeste. Ja, lassen wir mal. So, Seemann. Diesmal brauche ich auf jeden Fall jemand, der LM spielen kann. Für die... Ja, ich muss dann immer IV opfern. Hilft nix. Hilft nix. Ich kann mir vorstellen, das fällt mir irgendwie nochmal auf die Füße, wenn du vor allem eine gelbe Karte gegenarbeiten willst, aber... Das fällt mir bestimmt auf die Füße. Federico auf 44 hoch. Aber reicht nicht. Butzek gar nicht mehr im Kader, das ist hart. Scheiße, ich habe echt keinen Zehner mehr im Kader, also irgendwie schwierig. Schwierig. Butzek für Tiedemann im Kader. Oh. Und er spielt auch direkt, guck mal, spielt auch direkt. Wojtenko gleiche Form, nicht so frisch. Das passt. So, und ich glaube Butzek Spielmacher, das passt. Vergleich. 53, 56, linke Seite ist schwächer. Oh! Ui! Guck mal hier, die Mitte ist nicht so gut. Vor allen Dingen hier nicht. Dann machen wir mal rechts Mitte als Angriff, oder? Mitte rechts, genau. Alles andere passt. Anweisungen sind die. Warte mal, aber Butzek ist Distanzschütze. Guck mal, da können wir nämlich das Dribbling tauschen, weil der Wojtenko ist der Dribbler. So, zack, zack. Gucken wir mal, ob unser Jan Ole dann Zeichen setzt. So, wir haben eine Achterform auf der... So, dann können wir Jan Ole vielleicht auch mal sagen, du spielst jetzt. Sehr schön. Formpunkt und Moralpunkt. Sehr gut. Spielt sonst noch jemand, den ich jetzt hier erstmalig oder so? Nee, ne? Nicht wirklich. Okay. Güstli, kann ich dem was sagen? Beweglichkeit? Jawohl, Trainierkollege. Ja, extra Schicht, sauber. Körperlich stärker werden. Andere Defizite von mir aus, da ist es so. Knötzinger, hast gut trainiert. Ja, stark. Immer schön lügen. Beim Footballmanager. So, dem Wachowski, trainierst sensationell. Ja, wenn ich das schon sagen kann, muss er das ja auch tun, ne? Tönnies, gibt im Training alles. Ja, okay, dann nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir's. Wolf von Beginn an rein. Warum? Wegen der Form. Ich hätte Wolf jetzt eben geschont wegen der 86. Wolf wegen der Form 12. Okay, hatte ich ja auch schon überlegt. Okay, dann höre ich mal auf das Gremium. Und dann ist der Güsslü erster Ersatz. Gucken wir mal, ob uns das gedankt wird. Wir können das gewinnen, glaube ich schon. Sofort drauf gehen. Ja, hätte ich nochmal ansprechen können, stimmt. Ja, wir sind häufig zu lesen hier in den ersten Minuten, das ist schon mal gut. Ja, gut. Nicht zu früh freuen, dass man mal gelesen wird. Ottensen springt mit dem Ex-Fortunen Uwe Fuchs als Trainer. Auf die 3. Oh, Veselinovic gegen sein ehemaliges Team scheinbar. Das
Das kommt davon, wenn man so wahllos einfach ablösefreie Spieler verpflichtet, dass man sich irgendwie nicht mehr ganz erinnern kann, wo man die her hat. Ui, dreifach aufgeladener Balken und dann... Ah doch, die Szene lebt noch. Ja, so schnell geht's. Und ich dachte, die Szene ist bereinigt. Was ein Dreck. Schönen guten Abend, Phänomeno. Schön, dass du auch noch reinkommst. Ja, hart aufs Tor ist gut. Ja, Lebenszeichen. Was ist der Nachteil an meiner 90er... An meinem 90er Einsatz. Was ist dann schlimm oder schlecht? Geht die Frische dann zu schnell runter? Ist das das Thema? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel zu häufig wechseln musste oder viel zu häufig Spieler in Orange habe. Aber der Tipp kam im letzten oder in den letzten Streams auch immer mal wieder, dass das mit 90 zu hoch ist. Also von daher, ja. Was konkret wäre da, also was ist die Auswirkung, dass ich da 90 habe und das zu hoch sei? Oder 85 habe ich, glaube ich, nur, ne? 90. Und weil du auch gerade sagst, Regio, muss ich in der Bundesliga 100% spielen und in der Regionalliga reicht so locker flockig 75% oder was? Ja, in jedem Fall steht 0-3, habt ihr mitbekommen, ne? Ist ein Top-Heimauftritt wieder. Ist ernüchternd. Sehr ernüchternd. Ja, ernüchternd. So. Puh. Ja, im Endeffekt können wir nur eine Runde motivieren. Philips ist es scheinbar egal. Oh, Riesenkonterchance. Ist ja auch genau unser Spielstil. Und er schafft das 1:3 nicht gegen seinen Ex-Club. Das wäre vielleicht nochmal ein Startschuss gewesen für eine schöne Aufholjagd. Oh Gott. So, 4-0. Ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen wechseln. Und zwar, ja, jetzt haben wir nicht so viele Jungs. Die Spielpraxis brauchen. Gucken wir einfach mal nach Frische. Dann nehmen wir den Tönnies runter, um Gelb-Rot vorzubeugen. Also irgendwie, so vom Gefühl, wahrscheinlich stützt mich die Statistik da auf keinen Fall, aber so vom Gefühl, wenn wir verlieren, dann kriegen wir Klatschen. Ich kann mich jetzt logischerweise eher an die 1:9, 1:5 oder an das jetzt erinnern, als an so ein, oh, ja gut, 1:0 hatten wir eben gegen St. Pauli. Ich sage ja, die Statistik stützt dieses wütende Gefühl jetzt, das geht mir schon wieder tierisch auf den Zeiger. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber zu Hause 4-0, nervig. Ghost 3000, übrigens danke fürs Follow. Schön, dass jetzt auch wieder so viele neue Namen hier auf der Follow-Liste stehen, hergefunden haben. 7. FM13 Stream, echte Karriere mit Heide. Und hoffentlich nächste Saison irgendwo bei einem coolen Traditionsclub. Ja, Malcolm, keine gute Leistung. Können wir das als letzten Wechsel nehmen. Ne, da habe ich mir irgendwie mehr von versprochen. Aber gut, das ist, glaube ich, ich bin in diesen Stream gegangen mit dem Hintergedanken, wir sind Top 10 von Mannschaftsstärke, also deutlich besser als letzte Saison.
hat uns der Marco eben so ein bisschen erklärt, dass wir never ever Top 10 sind. Und die Statistik hat es ja auch gezeigt, wir sind eher Bottom 10. Und so ist das Ziel Klassenerhalt eigentlich das Realistische. Irgendwo sagt der Vorstand unteres Mittelfeld. Keine Ahnung, wo das hier bei einer 22er Staffel steht. Ja, wir kriegen stattdessen wieder auf den Popo. Torverhältnis auch wieder entsprechend niedrig. Ja, guck, wenn ihr sowas schon liest hier wieder. Sicheres Gegentor vereitelt. Top. Läuft einfach. Ja, also wir haben den Kader breiter aufzustellen geschafft, aber da ist jetzt kein Transfer bei gewesen, wo du sagst, oh, aus dem 50er wurde ein 59er. Ja, da hat er sein erstes Tor als Haider und sein erstes Tor schießt er ausgerechnet gegen seinen Ex-Club und dann ist 5-1 vielleicht wirklich das neue Standardergebnis. Wenn wir verlieren, dann 5-1. Schönen guten Abend, Eagle Maker, woran hat es gelegen? Ja, gute Frage. Schlimme ist ja, wir haben jetzt mittlerweile gute Frische und Fitnesswerte. Ich habe auch so beim Training so diese Justiererei auf die Schwachstellen. Habe ich das Gefühl, wir machen gerade eigentlich mit der Mannschaft nicht viel falsch. Aber trotzdem, ja, geht es beim... Geht in die falsche Richtung. Das sehen wir ähnlich. Erbschaft von mir aus, von mir aus. Alles weg. So, jetzt gegen Lübeck. Die sind aus der dritten Liga abgestiegen. Jetzt gehe ich mal davon aus, die hatten keinen Ausverkauf, sind dann auch wieder Top-Team. Zweiter Platz aktuell. Ja, direkt der nächste knifflige Gegner. So, jetzt können wir nicht auf die Fitness gehen. Das ist eine besondere Woche, so eine halbe englische. Wir machen also... Die Regeneration haben wir ja immer sonntags. Das heißt, wir machen jetzt hier... Wir gehen mal auf die Standards. Wir gehen mal auf die Standards. Ecken. Ecken. Standards statt Knüppelei. Hier gehen wir auf Freistöße. Sprungkraft lassen wir mal drin. Ist Erholung, ne? Ist eine Erholungswoche, ja. Dann ist das so. So, hier machen wir dann auch Ecken. Standards und Freistöße. Ich meine, Erholung ist es durch zwei Pflichtspiele nicht wirklich. Bordesholm ist die Freilostruppe 2. Also vielleicht klappt das dann da wenigstens mit 3 Punkten aus der englischen Woche. Okay, wollen wir es nicht überreizen. Passt. Kommt langsam auch das Geld wieder rein. Training ist fertig und dann geht's rein in die englische, in die nordenglische Woche. Ich bin kein Abseitsfallentyp. Ja, viel zu viele Gegentore, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich bin kein Abseitsfallentyp und ich finde, genau wie Pressing, wenn ich die Dinger weglassen kann, gerade jetzt, kannst du ja automatisch andere Dinge trainieren und hast mehr Trainingseinheiten für sowas wie Standardsituationen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht anfangen, Pressing und Abseitsfalle noch mit dazu zu nehmen in unseren Spielstil. Und vor allem, wenn ich lange Bälle Konter spiele, also schnelles Umschalten quasi mit langem Hafer, dann... Und gut, Pressing geht irgendwo immer, aber Abseitsfalle ist ja dann eine Spielunterbrechung, die ich gar nicht will. Ich will ja, dass ich den Ball erober, ohne dass der Schiedsrichter unterbricht und ich dann kontern kann. Also Kontern und Abseitsfalle, finde ich, beißt sich so ein bisschen. So, wir machen mal Deadline Day. Ich glaube, da haben wir irgendwie keine Aktien wirklich drin. Hatten wir in der ersten Saison auch so überhaupt nicht. Aber können wir ja mal gucken, ob da irgendwas passiert. Irgendwas aufsteht am Ende, irgendein Spieler erscheint, der spannend für uns ist. Oder vielleicht bei uns noch jemand anruft. Absolut schlimmes Angebot für Lasse Greve. Sechsstellig zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte oder sowas. Bis jetzt einfach nur 10 Stunden Langeweile. Auch
auch das sind so Dinge, wo ich dann natürlich hoffe, mit wachsender Qualität der Mannschaften, die ich trainieren darf, dass auch sowas dann spannender wird. Wahrscheinlich nicht Absicht, aber passend zu unserem Hauptsponsor arbeiten wir natürlich hier auf einem Sony-Tablet diesen Deadline-Day ab. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich wenigstens ein paar ganz schwache Talente in der Verlosung hatte in der ersten Saison. Aber hier scheint bei diesem Deadline-Day so gar nichts zu passieren, was unsere Liga-Qualität angeht. Und dann war's das. Einfach komplett Langeweile. Mega. Und Schoboschlei ist super Talent auf einmal. Okay, gut. Dann ist das so. Oh ja, Lübeck ist fast 700. So, jetzt sind wir mal clever. Ihr erinnert euch an eines der wenigen Momente, wo ich meine Taktik, meine geliebte 4-4-2-Taktik verlassen habe. Habe ich die gespeichert seinerzeit? Anscheinend nicht. Ne, habe ich nicht gespeichert. Machen wir jetzt aber. Wir verlassen unser 4-4-2 und wir gehen auf... Ne, warte mal, der bleibt... Wir machen gegen eine fast 700er Mannschaft hinten dicht. So sieht's aus, Freunde. Zack. So, und dann ersetzen wir Marvin Wolf für oder mit Redondo. So, das schauen wir. Wir brauchen dann nur einen Stürmer auf der Bank. Warte mal, so ist es. Ah, nee, okay. Warte mal, warum? Warum hat er denn jetzt... Aktuelles Spielsystem beibehalten. Hat er ja nicht. Er hat es ja überschrieben aufs Alte. Ja, okay, gut, dann ist Pech. Dann doof. Dann müssen wir es nochmal händisch lösen. So, klick, klick. So, Federico für Tiedemann erstmal. Das müssen wir jetzt alles noch feintunen. Greve schlechte Form bleibt draußen. Nielsen schlechte Form bleibt draußen. Hinrich mittlerweile wieder normalsterblich. Bleibt draußen. Wir brauchen nur einen Stürmer auf der Bank. Können wir den Ole Butzek draufnehmen. So passt das eigentlich. Knotzinger hat keine Frische. Kufner kommt. Engelmann ist müde. Kommt Quateng. Irgendwann war der Tag ja mal fällig. Ist der Quateng, der Marky Boy, mal wieder eine Chance bekommt. Lasse Greve ist schlecht. Dafür kommt Engelmann auf die Bank. Nesen ist schlecht drauf. Dafür kommt der Hinrich. So, Torhüter sind egal. Linkes Mittelfeld Sinzel. Für Knötzinger, der ist nicht so frisch. Ja, ich glaube, dann sind wir einigermaßen aufgestellt. Und jetzt die Taktik dazu. Spielmacher Wojtenko. Sturmtank Veselinovic. Was sagen die Vergleiche gegen diese Monstertruppe? Macht das überhaupt irgendeinen Sinn? Alles irgendwo. Oh, Mirko Boland. Immer noch im Einsatz. Gott, ach, die sind einfach komplett... Stabil 60er. Da ist keine Schwachstelle. Die spielen einfach durch die Bank weg. Solide. Direkt Zeitspiel an. Oh nein. Nein, er hat mir hier wieder alles zerschossen. Ah ja, logisch, weil ich auf frei bin und nicht auf meiner Taktik. Das speichere ich jetzt. Das speichere ich mir jetzt erstmal. Warte mal. Genau. Das wird jetzt unser... Was ist das? 4, 2, 3, 1. Nein. Ah, okay, hat es mir nicht verballert. So, so ist richtig. So. 4, 2, 3, 1. Madig. So. Das ist unser 4, 2, 3, 1. Madig. Und das ist das andere Ding. Okay, gut. Dann können wir auch die Taktik dazu speichern, ne? Genau, dann passt das. Zeitspiel an. Ihr habt mir immer noch kein Argument gegen 90% geliefert, übrigens, Freunde. Also, wenn ihr mir nicht erklärt, warum 90 zu hoch ist... Ich habe da jetzt nicht viel mitbekommen. Abwehr zurückziehen. Pressing 40 lasse ich. Langer Hafer. Bisschen Risiko muss sein. Das hier ist mir auch egal. Aber hohe Bälle sind wichtig. Wenn wir schon so groß sind. Ecken. Mir auch egal. Ist egal. Egal, egal, egal. Langer Hafer. Zeitspiel ist an. Gut. Anweisungen. Ah, hat er behalten. Das ist schon mal gut. Nur bei Federico muss ich... Positionstreue, kreativ. Tackling, so. Vorstöße, gut.
Flankenhäufigkeit keine. Das brauchst du alles nicht. So, der ist geblieben. Der macht vor, das ist geblieben, geblieben. Distanzschüsse. So, das ist alles richtig. Okay, das passt. Laufwege vielleicht noch. Ah, genau. Federico Laufweg. Ja, bis hierhin darfst du mitgehen. Bis zum 16er darfst du unterstützen. Du auch. Das passt auch alles. Du bleibst immer. Nein. Du bleibst immer vorne. Jawohl. Und du gehst bis zum 11er Punkt mit. Ja, passt auch alles. So, speichern. Ja, zack. Und dann ist das unsere madige Aufstellung. Man könnte es noch variieren. Man könnte theoretisch auch mit zwei Zehnern spielen. Aber wir sind sowas von unterlegen. Dass ich, glaube ich, hier so richtig defensiv sein möchte. Ja, wir trauen uns. Ja, wir trauen uns. Wir verlieren das heute nicht. Das muss der Anspruch sein. Aber guck mal, das sind über 100... Ach du Scheiße, das ist ein DFB-Pokal-Unterschied. Wird das ein 1:9? Das gilt es immer wieder zu unterbieten. Oh. Ah, hätten wir fast schon einen Assist gehabt. Für den Giorgio. So, jetzt kommt das Argument. 90% höheres Risiko für Karten und Frische. Okay, das, also... Moment. Das war eine Chance für... Lübeck. Okay, gut. Gut, dass das vorbeigegangen ist. Okay, also dass die Frische logischerweise runtergeht, wenn wir permanent Vollgas geben, verstehe ich. Das mit dem Risiko hohe Karten, das ist in der Tat nicht... Das ist nicht... Also, das ist gut zu wissen. Aber jetzt so viele Karten... Ich weiß es nicht, haben wir zu viele Karten? Ich kann mich... Das lasse ich jetzt hier mal durchlaufen, aber ich... Nein, wobei, ich mache es jetzt... Komm, ich lasse mich auf ein 85% ein. Martin Röser, der Name sagt mir auch was. Ja, guck mal. Madiges 4-2-3-1. Und unsere Neuverpflichtung Thorsten Tönnies auf der linken Seite. Unwiderstehlich. Wie sonst vielleicht nur Florian Hartherz. Sieht das doch nicht so schlecht aus als Abstiegskandidat. Nein. Oh, Schlüsselbeinbruch ist böse. Und schon ist Jan-Ole Bozek Stammspieler. Oh, scheiße. Schlüsselbeinbruch ist, glaube ich, böse, ne? Mehrere Monate. Aber okay. Lassen wir uns jetzt hoffentlich nicht von beeindrucken. Sehr stabile erste Halbzeit. Sehr, sehr guter Vortrag. So, hier war doch eben die Ansage von wegen, hier an die Ehre appellieren. Kann ich das, ist das irgendwie, nee. An die Ehre appellieren ist kritisieren dann, oder? So, Butzek motivieren. Ja, du bist noch frisch. Hier wird gelobt, klar. Auch Quateng kommt aus dem Nichts in die Startelf. Ja, klar, immer so ein bisschen verletzt gewesen. Ja, hier, schlechtes Selbstvertrauen. Den müssen wir auf bei dem Marki. Und dann motivieren wir noch unseren zukünftigen Superstar. Läuft richtig. Kaum stelle ich von 90 Einsatz runter auf 85, verletzen sich alle. Was habt ihr mir da vorgeschlagen? Unser Note 1 Typ. Und ich habe ausgerechnet dann nicht den Greve dabei. Sauber. Kannst du das auch? Ja, kann er. Kann es vielleicht noch jemand anders? Nur der Tönnies selber. Und Quateng. Ne, komm, dann kommt der Engelmann. Und muss die Note 1 ersetzen. Also uns werden einige Steine in den Weg gelegt. Hier auf dem Weg zur Sensation.
Oh, da blinkt was bei uns. Ah, also Lübeck ist... Jetzt lädt der Balken voll auf. Oh, dann geht das so schnell. Da kommt einfach eine Chance und klick, klick. Und es passiert. Ja, es passiert 1-1. So, 60 Minuten längst rum. Wo können wir noch was tun? Sinzel für Seemann. Frische Wechsel. Marvin Wolf kommt. Das passt auch. Bis hierhin halten wir uns sehr stabil. Überlegung mit Doppel-10 statt Doppel-Sturmspitze zu spielen. Jetzt natürlich mit dem Schlüsselbeinbruch erstmal komplett. Hat ACTA gelegt. Komm, Viertelstunde noch durchhalten. Minuten noch. Wäre auf jeden Fall für den VfB Lübeck eine herbe Enttäuschung. Jetzt haben wir schön viele gelbe Karten in der Viererkette hinten. Jetzt haben wir auch den Jan Ole am Start. Wir haben schon viermal gewechselt, ne? Zwei Verletzungen, zweimal Absicht. Und wir entführen tatsächlich einen Punkt aus Lübeck. Ja, wenn man 1-0 führt, irgendwie ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, seien wir mal ganz ehrlich, hätten wir vorm Spiel sofort unterschrieben. Ich glaube, ich meine Lukas Röser. Der spielt gerade bei Kaiserslautern oder so. Nicht Martin, das Gesicht kenne ich nicht. Ja, unser bester Spieler hat sich leider verletzt. Schade. So, Punkt fürs Gefühl nach zwei Niederlagen, zwei Siegen, zwei Niederlagen, jetzt unentschieden. Achterbahn. Saison bis hierhin. Leider gar nicht das gesicherte Mittelfeld, was wir uns vorgestellt haben. Und die ganzen Verletzungen jetzt in dieser englischen Woche natürlich nochmal doppelt bitter. Top-Transfers. Bin ich da irgendwo drin? Ne. Schon so ein bisschen, wie ihr sagtet, ne? Wir haben mehr oder weniger auf gleichem Niveau den Kader stabil gehalten. So, was haben wir hier? Eine möchte Zukunft eine Stadioninfrastruktur. Sie möchten die Überwachung. Die Überwachung kannst du nehmen. Jetzt das Stadion ausbauen solltest du nicht. So, Thorsten Tönnies, Mannschaft des Tages. 12 Tage, schlecht. Oh, 4 Wochen nur. Schlüsselbeinbruch nur 4 Wochen. Hätte ich mehr erwartet. Transfermarkt ist zu und das ist alles stabil. So, Training und so ist ja eingestellt. Von daher, ich klicke auf Weiter, gehe mal auf Toilette, irgendwie seit Minuten was im Auge und das nervt. Und dann sehen wir uns zum hoffentlich nächsten Sieg gegen Tabellenvorletzten aus Bordesholm. So, wie ich sehe, hat das Spiel jetzt nicht viele Schritte gut gemacht. Dortmund holt sich
4 neue Spieler, darunter Josip Brečkalo für 70 Millionen. Okay, das Spiel ist verrückt, von mir aus. So, 22 Beliebtheit bei den Fans. Das kriegen wir vor allen Dingen durch Siege zurück. Okay, und wir haben den TSV Bordesholm scheinbar mit einer vollen Mannschaft, aber nicht der Rede wert. Die müssen wir auf jeden Fall besiegen. Und dann können wir wieder hoch auf den Diamanten. Aufstellungsassistent. Gräfe ist super schlecht drauf. Quarteng, Nielsen. Ja. Jetzt können wir so ein bisschen nach Frische auch aufstellen, ne? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Gegen so eine Mannschaft komplett nach Frische. Gegen so einen Gegner vielmehr. Engelmann, klar, immer noch nicht 100% frisch. Machowski müde. Kann der Hinrich wieder kommen? Ja, das können wir mal so machen. Und De Giorgio kehrt auch zurück. Zumindest auf die Bank. Spielminuten wären schön. Ja, die sind alle angeschlagen. Der hat eine schlechte Form. Ja, das muss so gehen. Sturmtank, Güslü. Spielmacher, Bozek. Und hier, hat er mir das jetzt verzockt? Ja, oder habe ich da drüber gespeichert? So, also wie gesagt, von den 90 gehe ich mal runter auf 85, das sehe ich. Abwehrreihe 40, Pressing 40, ja, von mir aus. Riskant 55, lange Bälle, das 50-50. Flankenhöhe hoch bei unseren ganzen Latten. Ecke mir egal, Abstöße lang. Ja, da hat er irgendwie... hat er wieder was überschrieben. Aber bei Anweisung, glaube ich, dann wiederum ist alles geblieben. Genau, das passt alles. Bozek müssen wir nochmal gucken. Der ist Distanzschütze. Das muss ich überschreiben. Ist schon mal richtig. Die sollen eh immer alles hier haben. Distanzschüsse, klick, klick. Ja, das ist richtig. Vorstöße, alles gut. So, dann Anweisungen. Erstmal Angriffsseite ohne Vorgabe. Speichern. Zack, zack. Ja. Und dann gucken wir immer von Gegner zu Gegner. Da sind auch wieder fehlende Spieler hier. Guck mal. Treten vielleicht auch nicht an. Oder die treten mit 7 an. Das geht ja, glaube ich, ne? Also, wie kann man das denn zulassen? Also das von der Berechnung allein her, dass die es zulassen. Lasse Greve hat eine schlechte Form. Kann man da was sagen? Ne, dann sage ich ihm nichts. Aber haben wir jemanden, der richtig müde... Ne, auch nicht. Ihn vielleicht. Du bist müde, stimmt ja nicht. Na komm, Risiko. Ja, schön. Ja, immer diese... Ja, ins Bodenlose. Naja, okay. Hilft nichts. Haben wir verzockt, den Kollegen. Kann ich dem irgendwas sagen? Du bist zu jung auf der Bank zu... Nee. Körperlich stärker werden. Ja, stark. Hat Bock, sich zu verbessern. Bozek. Topform. Unverändert, schade. Sinzel. Topform. Jawoll, klappt. Quarteng. Dem müssen wir Mut zusprechen. Flanken verbessern. Schichten. Jawoll. Leon Hahn. Er spielt, glaube ich, auch zum ersten Mal von Anfang an. Passt. Kann man da noch was tun? Ne, machen wir nix. Wachulski. Kann ich den noch irgendwie? Körperlich stärker von mir aus. Mach mal. Und jetzt Fußball spielen. Gebt euer Bestes. Genau. Hoffentlich einfach nur Heimsieg. Chefscout ist da. Der Levent ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Heimspiel. Das ist schön. Die Bordesholmer sind genauso einfallslos wie der HSV. Ja, man kann vielleicht jetzt nach über einer halben, ja, wahrscheinlich über einer Saison, den haben wir ja in der Hinrunde,
schon verpflichtet, den Arif. Kann man, glaube ich, feststellen oder festhalten, dass das nicht die Verpflichtung des Jahres war. Ich hätte nichts sagen sollen. Da macht er das Türchen, der Arif. 1-0. Aber ja, standesgemäß. Gegen diese... ja, vielleicht Corona-gebeutelte Truppe aus Bordesholm, haben keinen Kader zusammengekriegt. So haben wir uns das vorgestellt, genau. So, hier wird wieder passiert. Hier wird zweimal gelobt. Hier wird motiviert. Und dann sollte das zum ungefährdeten Heimsieg weitergehen. So zum Beispiel. Sehr gut. Oh, das ist schön, wenn hier Leute schreiben, dass sie im FM13 schon sehr viel Erfolg hatten, ist das immer sehr beruhigend zu wissen, wenn ihr dann hier seid und unterstützt und Ideen habt und so und vielleicht auch meine Fehler aufdeckt oder ähnliches. Finde ich gut, finde ich beruhigend. So, jetzt bringen wir natürlich den Giorgio, um früh Spielpraxis zu geben, viele Minuten zu geben. Ja, richtig. Also Heimsieg wird es werden. Aber gut, wir spielen nicht mal gegen 11 Gegner. Also von daher ebenso wie die 3 Punkte oder wenn es durch die Saison so komplett weitergeht mit Hemmenroth oder wie die Truppe heißt, die 6 Punkte am grünen Tisch, die sind genauso eingeplant wie die 6 gegen Bordesholm. Das kann man dann irgendwie nicht als allzu große Chance sehen, Punkte gut zu machen. Alle anderen Teams werden diese Ergebnisse aller Voraussicht nach auch genauso einfahren. Ja, Engelmann will ich schonen, der ist Stammspieler. Malcolm Phillips muss ich jetzt auch nicht mehr bringen. Ja, dann wird's Doppelwechsel im Sturm. Machen wir mal voller Angriff. Das ein oder andere Türchen. Das wiederum ist ein Unterschied. Alle gewinnen 3-0 gegen Hemmelingen, aber gegen Bordesholm musst du dann was fürs Torverhältnis tun im Vergleich zu den anderen. So. Und Bordesholm kriegt mehr auf die Hucke als 0-3 im Schnitt. Minus 44 schon. Also sind wir so gesehen mit unserem 0-3 nicht so überragend dabei. Ich meine, jetzt vielleicht bricht es hinten raus ein. Ist ja im Pokal auch immer gern so. Auch opferungsvolles Arbeiten. Und wenn die ersten Tore fallen und dann auch die Müdigkeit Einzug hält, dann brechen so schwächere Teams gerne mal auseinander in der zweiten Halbzeit. Also vielleicht machen wir nochmal ein paar Türchen. Kann natürlich nur jedem gut tun im Team. Viele Tore zu null. Auch nicht unwichtig. Ja, sauber Giorgio. Der 18-jährige maltesische Redondo. Kein Soundfile für Latte. Für Außenpfosten gab es, glaube ich, eben so Dung. Oh. Wichtig. Ich glaube, das zu Null ist echt... zu Null ist nicht unwichtig. Für die Defensivspieler, für den Torwart. Gut. Wir kommen hier nochmal. Auf geht's, Leute. Ein Türchen geht noch. Ja, nochmal eine gelungene Aktion. Ja, okay, Bordesholm seit 500 Minuten ohne Tor, dann wäre es natürlich auch peinlich gewesen, wenn das gegen uns gerade aufgelöst worden wäre. 3-0, okay, standesgemäß, wie erwartet, die 3 Punkte müssen wir mitnehmen. Ja, und sind dann in der Tabelle noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber ist noch alles
relativ eng beisammen. Wenn wir am Ende Zehnter werden, ist das doch okay. Oh, ey Marco, das ist echt. Also ihr seid teilweise aufmerksamer als ich selber. Stimmt. Der Sinzel hat vor ein paar Tagen dieses Torriecher Trainingsziel als verbessert gemeldet. Stimmt, ja. Hat vielleicht schon geholfen. Hat vielleicht schon einen kleinen Einfluss gehabt. Ist er sofort in der Elf des Tages. 4 Wochen, das ist der Schlüsselbeinbruch, genau. Und der Turn ist noch eine Woche, das ist nicht so cool. Aber wie gesagt, der Kader ist breiter aufgestellt als in der letzten Saison. Lasse Greve, bester Spieler oder ja, bester Feldspieler der letzten Saison als Backup für den anderen LV ist jetzt auch nicht so schlecht. Da müssen wir uns jetzt nicht komplette Sorgen machen. So, wir gehen einen Tag weiter, beginnen die neue Woche. Fitness ist auf 90, Frische auch. Also da sind wir solider aufgestellt. Jetzt geht's gegen den 17. Jetzt ist vielleicht mal so ein Augenhöhenduell. So mittelmäßige 500er Teams. Was haben wir hier? Wir waren noch keinen Tag im Trainingslager. Stimmt doch nicht. Wir waren in diesem lokalen Trainingslager zum Saisonstart. Das verstehe ich nicht. Verein. Ja, Standard, das lösen wir später. Budget überschritten, konnte man nicht eingreifen. Segeln lernen tue ich nicht. Ist mir zu blöd. So, dann Training. Wir gucken rein. Wir sind wieder normal und stabil. Konterspiel. Ja, Konterspiel und Flanken brauchen wir nach wie vor nicht. Konterspiel und Flanken ist dann primär hier. Stattdessen machen wir dann Ecken. Machen wir mal Ecken hier rein. Konter trainieren wir auch sehr viel. Dann machen wir dann lieber die langen Bälle. So, und hier. Abwehr kommt langsam. Aufbauspiel, das brauchen wir alles. Machen wir die langen Bälle hier noch rein. Und die Ecken. Ja, Ecken sind nicht zu vernachlässigen. So, kleine Nuancen verbessern. Privater Bereich, Trainingslauf. Weiter geht's. Auswärtsspiel in Hamburg. Servus, Sebi, ganz viel Y, ganz viel X. Was? Also wir spielen mit dem Kader, wir spielen mit dem Datensatz 2021. Wir sind in der zweiten Saison. Ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon hier dabei warst, aber das sind ein paar neue Spieler für uns in der zweiten Saison. Aber viele Bekannte haben wir auch zu verlängern geschafft. Jetzt gegen Altona 93. Unteres Mittelfeld-Duell. Da müssen wir uns nicht hinten reinstellen. Was sagt der Assistent? 580. Sonesen ist komplett schlecht drauf. Dann nehmen wir den auch nicht mit. Nehmen wir Quateng mit. Ansonsten aber irgendwie eine überragende Form auf der... Aber Sinzel, natürlich muss der Sinzel wieder mitkommen. Für Tiedemann. Wegen Frische lassen wir ihn mal auf der Bank. Greve muss spielen. Federico, auch eine Option. Kufner, bessere Form, bessere Frische. Ja, ersetzt Knötzinger. Sinzel ist gut in Form. Deutlich besser in Form als Seemann. Ja, gerade so noch. Lassen wir mal zu. Mit dem Türchen auch im Rücken sollte ihm das Auftrieb geben. Stürmer bleiben. Quateng für Engelmann. Nee, ist nicht frisch genug. Und Hinrich brauchen wir nicht. So, Lasse Greve, wie gesagt, muss spielen. Elert bleibt auf der Bank. Passt soweit. So, Wolf bleibt Sturmtank. Das haben wir alles richtig eingestellt. 85 und so, das passt. Der übliche Vergleich. Haben wir irgendwo eine Schwachstelle? Oh, hier. Ja, dann geht ja. 55. Ja, linke Seite. Mitte nicht so wirklich. Schwierig. Ne, ich mach nichts. Ich mach mal nichts. Die 10er Position bleibt. Mit Distanzschüssen und so. Ne, so können wir laufen. So, können wir noch mit Leuten reden. Wer ist neu reingerutscht? Ah, warte mal, Sinzel, vielleicht cooles letztes Spiel. Super letztes Spiel, genau. Woll, den können wir erwähnen. Dann können wir Wachowski noch irgendwas sagen. Trainierst sensationell. Sehr schön. Buzek. Super letztes Spiel. Ja, auch gut. Gut, gut, gut. Veselinovic.
Nee, nicht viel zu sagen. Wolf. Auch nicht viel zu sagen. Kollege vielleicht nochmal. Das vielleicht auch. Vertragt euch wieder. Okay, lehnt das Gespräch ab. Ist ja auch soweit in Ordnung. Ja, komm. Genug gelabert. Raus. Geht. Kämpft um jeden Ball. Duell auf Augenhöhe. Das wäre jetzt mal so ein Big Point. Auch tabellarisch. Ja. Um zu zeigen, dass wir gut aufgestellt sind mit unserem Training und allem. Ja. Motivation immer wichtig. Motivationscoach ist gerne gesehen. Und da ist dieses wichtige frühe 1-0. Um hier auf diesem Bolzplatz in Hamburg für Ruhe zu sorgen. Sehr schön. Sehr gut. Spielt uns natürlich in die Karten mit unserem langen Hafer-Konterspiel. Zunächst nicht vorbeikommt. Ja. Ist genau wie, haben wir eben auch so ein Tor kassiert, von wegen Flanke geblockt. Aber im zweiten Versuch kommt die Flanke und dann Tor. Hier in dem Fall nicht. Ja, wir lesen nur Heide. Immer wieder Heide, Heide, Heide. Eigentlich von den... Gut. Gut. Immer so eigentlich, gerade so. Jawohl, Schiedsrichter hat keinen Bock, irgendwie einzugreifen. Torschütze kriegt gelb. Aber gut, wir haben Abschlüsse. Oft unser Wappen links zu lesen in der Leiste. Und der hat gerade einfach einen Lauf, der Valentin. Anfang letzter Saison. Hochgezogen aus der zweiten Mannschaft. Neuer Vertrag. Und jetzt in der zweiten Saison einen Sprung, was die Torgefahr. Okay, keine rote Karte oder sowas mit dem Ellbogen. Check. Haben wir nicht. Ja, bitte nicht. Bitte kein Tor für Altona 93. Die Welt muss gar nicht anders aussehen. Überraschend deutlich. Jawohl. Genauso weiter spielen, konzentriert. Dann könnte das tatsächlich der Auswärtssieg werden. So, das sind die guten Noten. Natürlich kriegt der Valentin ein Küsschen. Zack, zack. Engelmann hier mal motivieren. Und Malcolm Phillips nochmal motivieren. Soweit so stabil. Konzentration für die zweiten 45 Minuten. Gefordert. Sieg ist möglich, auf jeden Fall. Das sind nicht so schöne Endergebnisse da in England, Andreas. Liverpool ist okay. Chelsea, Man City gewonnen, finde ich nicht so gut. Ja, der Marv, der hat seine Phasen gehabt. Auch in der letzten Saison schon. 60 Minuten rum. Ja, Chance vertan. Gut. So. Wo sind die schlechten frische Werte? Muss der Valentin runter? Machen wir an der Stelle mal hier, ne? So. Bei den 20 mitgereisten Fans einmal Applaus abholen. Und Veselinovic ist schon müde. Dafür kommt Güslü. Zeitspiel. Ach, das ist auch eine gute Frage. Ab wann ist Zeitspiel sinnvoll? Ab der 70. ist das so ein greifbarer Wert, wo man sagt, ab dann ergibt das Sinn oder ist zu früh irgendwie sowas? Habt ihr da Erfahrung?
Ja, man fügt sich dem Schicksal. Finde ich gut. Dann unterstützen wir das nochmal. Das Zeitspiel ist schon an. Warum habe ich das Zeitspiel eigentlich die ganze Zeit an? Das ist doof. Okay, dann ist das so. Nehmen wir mit. So, jetzt war da, glaube ich, gerade eine Chance für Altona. Ja, Ecke. Ja, das überstehen. Können wir nochmal gucken, wie wir wechseln. Schlag schon näher. Der ist gut drauf. Kufner. Ja, das können wir machen. Oh, verdammt. Nicht gelesen. Nächste Ecke. Ne, jetzt haben wir sie überstanden. Jetzt nochmal so ein Anschlusstreffer für die Hamburger. Das wäre nicht so cool. 3-0 wäre besser. Jawohl, ist ja Drops gelutscht. Wunderschön. Ja, Malcolm Phillips. Macht den Deckel drauf. Das ist genau das, was ich sagte. So ein Duell auf Augenhöhe, das musst du mal gewinnen. Um zu zeigen, dass du auch abseits der Mannschaftsstärke vielleicht gutes Spielsystem hast, darauf basierend richtig trainiert hast, ne? Mit lange Pässe 5 von 5 und so. Das sieht bei uns ja jetzt nicht schlecht, aber auch noch nicht überragend aus. Aber ja, so ein derber Auswärtssieg gegen formschwache Hamburger, das ist doch schön. Jetzt kriegen wir noch Chance um Chance. Ja, auch das wieder so ein Torverhältnis-Ding. Dranbleiben jetzt. Oh, Andreas Bergmann. War der nicht mal bei St. Pauli? War der nicht sogar mal zweite Liga-Trainer bei St. Pauli? Andreas Bergmann, der Name kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. So, kurz vor der Tribüne. Das wollen wir jetzt nicht noch überreizen. Völlig unnötig in der Schlussphase. Ja, wir haben die Chancen genutzt. Sehr, sehr gut. Und das festigt uns jetzt. Das dürfte jetzt unteres Mittelfeld sein, oder? Das dürfte unteres Mittelfeld sein. Sehr gutes Spiel. Sehr schön. Also ein Duell auf Augenhöhe deutlich gewinnen. Tut gut. Das hat eine andere Qualität an Zufriedenheit als so ein Sieg gegen Bordesholm. Die aber sowas von nur auf den Popo bekommen. 3 Spiele in Folge ungeschlagen. Alles stabil hier. Vorne marschiert der VfL Wolfsburg 2 weg. Und sofort geht's hoch in den grünen Bereich auf 13. Präsidium weiß Bescheid. Und wir machen, glaube ich, immer mehr Kohle. Kann das sein? Wir hatten da gerade eine 1,8 Millionen. Wir sind bei 1,4 in die Saison gestartet. Das ist schon üppig. Warte mal, da gucke ich gerade mal was. Immer noch 21 Banden frei. Das Ding sowieso noch mit vielen Plätzen frei. Dann mache ich doch das hier nochmal. Sponsoren anwerben. Die 10.000 haben wir doch. Um dann nochmal ein bisschen mehr Kohle reinzuholen. So, Butzek Trainingsziel erreicht. Aha, dieses, er soll rechter Mittelfeldspieler werden. Ich glaube, das können wir ihm jetzt mittlerweile mal wegnehmen. So, und er ist Distanzschütze. Dann machen wir die Schusskraft mal hin. So. Feind in meiner Trainingsgruppe. Ja, die beiden müssen wir aufgelöst bekommen. Das geht so nicht. Ja, ich weiß nicht, wie wir da noch das rumgerissen bekommen beim Steffen. Hinweis vom, was haben wir da? Linker Mittelfeldspieler, ja, von mir aus. Kein Bedarf. Ein Tag, okay. Also Tönnies ist nächste Trainingswoche wieder voll dabei, das ist gut. Wojtenko, ja. Das dauert noch ein bisschen. Wachowski, sehr schön. Quizshow. Schön. Daher kommt wahrscheinlich dieser zumindest schnellere Sprung zu 1,8 Mille. 100.000 Euro. Geil. Das ist... wobei, wir sind ja gar nicht in so einer Situation, wo wir viel Geld brauchen. Also das ist alles stabil bei uns. Alles okay. Läuft. Andreas Bergmann bei 96. Okay, ich sag ja, irgendwo kam mir der Name bekannt vor. Andreas Bergmann.
Aber gut, wir sind finanziell vernünftig dann aufgestellt. Ich glaube, das kann man eindeutig sagen. Und beim HSV2 fällt Stefan Ambrosius. Kann das vielleicht auch sein, dass das dann wiederum verflochten ist? HSV 1 und 2 sind so weit verflochten, dass der Ambrosius da in zweite Mannschaft verschoben wurde und deswegen wird er hier aufgezählt. Und auch der 70er links außen bei St. Pauli 2, dass der eigentlich im ersten Mannschaftskader angesiedelt ist. Ein 80er in der Regionalliga Nord ist, nee. Nee, das geht nicht. Das ist komisch. Ist der vielleicht deswegen in der zweiten Mannschaft, weil er verletzt ist und da zum Aufbauen hingeschickt wurde? Und dann wird der bei uns als nicht spielfähig so erklärt. Na, das ist ja pervers. Das geht nicht. So, aber viel wichtiger, das mit dem Sponsoring. Hat sofort ein neues Angebot gebracht. Das ist jetzt nicht so geil, Nike. Aber die 12 nehmen wir. Die nehmen wir, das ist gut. Da ist nichts Neues. Das hat aber geklappt. So, sind wir beim Spiel. Ne, da wollen wir trainieren. Training wollen wir. Konterspiel. Flanken. Abwehr wird langsam stabil. Lange Bälle werden stabiler. Konter und Flanken können wir nach wie vor rausnehmen. Konter und Flanken können raus. Ich mach mal hier die Ecken hier hin. So, Gruppe 2. Konter, Flanken können raus. Da machen wir hier Ecken. Und lange Pässe. Stück für Stück. Flanken sind gut. Freistöße hier bei dem Ding mal rein. So. Und weiter geht's. HSV 2 auf Platz 9. Also so geil sind die nicht unterwegs. Ja, vielleicht ist es echt so ein Verletzungsding. Wird vom Spiel verschoben. Das ist ja dann generell nicht verkehrt. Aber dass das vom Spiel dann so aufgegriffen wird und dann so als News verkauft wird, der kann nicht spielen, das ergibt dann keinen Sinn. Witzig aber, ich glaube zum ersten Mal knacken wir die 2000er Zuschauer-Marke, wenn es denn wirklich die erwarteten Zuschauer werden hier gegen den geilen HSV. Die waren jetzt nicht so viel besser, dass ich mich da hinten reinstellen will, also Klick. Und dann gucken wir mal. Hinrich für Nelsen. Sind die guten Formen. Valentin hat die gute Form. Allerdings. Ne, komm, der ist immer noch nah dran. Hier ausreichend. Dann haben wir Kufner. Das passt auch noch. Beide Außenverteidiger wieder so. Müde. Ja, da können wir den Tönnies eigentlich sofort zurückholen. Das passt. Lassen wir mal. So, jetzt immer wieder dieser Gedanke, wie kriege ich, ja komm, für Elert zumindest auf die Bank setzen. Aber ansonsten passt das, glaube ich. Sind mittlerweile wieder ins Rollen gekommen. Viele grüne Formen. Hier die Frische. Dann müssen, hier. Ja komm, das müssen wir mal machen. Veselinovic ein bisschen schonen. So, Güssli vorne rein. Das ist richtig, richtig, richtig. Das soll nicht von vornherein an sein. So, jetzt wieder. Nicht, dass ich das nämlich falsch gespeichert habe. Das passt. Anweisungen. Passt. Laufwege sind alle korrekt. Sieht schön aus. So, und jetzt der Teamvergleich. Hat unser Scout nicht... Oh, Axel Witzel. Ne, zu wenig Aussagekraft. Also keine Vorgabe bei der Angriffsseite. So, Valentin Sinzel. Wie lange können wir einen Spieler anschmusen? Noch mehr Moral. Jawohl, immer weiter. Güsli. Nächsten Spiel. Topfer. Jawohl, komm, Jung. Marschier mal. So, Tönnies. Körperlich stärker werden. Jawohl, setz dich mal durch. Wachowski. Super letztes Spiel. Jawohl. Malcolm Phillips eigentlich auch. Nee, aber der hat doch ein Tor gemacht, oder nicht? Der hat doch noch das letzte Tor gemacht. Gut trainiert. Okay, geht. So, Buzek. Körperlich stärker. Nee, du hast keine anderen Defizite. Wenn ich dir das sage, hast du sie nicht. Kasper. So, Anweisungen. Bei Buzek muss ich gerade nochmal gucken. Distanzschütze, genau. Ne, dann passt das. Haben wir richtig eingestellt.
Bus parken? Was? HSV jetzt so viel stärker? Nee. Wie kann ich das gucken? Termin absagen. Ich will. Kann man das? Kann ich sagen, ich will nicht spielen? Echt jetzt? Ja, wo muss ich hingehen? Wo sehe ich denn jetzt, wie stark die sind? Das war Statistiken, ne? Mannschaftsstärke. Jetzt machst du mir gerade ein bisschen Sorge. Da, die sind nicht so überragend. Nö. Beste Elf? Nö. So, hier. So, das ist Busparken. Ja. Aber HSV 2? Nö. Nix gibt's. Mutig. Ja, richtig. Remi schaffen wir mindestens. Auf geht's. Die 644 da, das ist nix. So, direkt drauf gehen. Kämpf den Gegner nieder. Holt den Sieg für uns. HSV gegen HSV. Das ist das richtige HSV-Duell. Nicht da mit Hannover 96. Das hier ist das richtige HSV-Duell. Oh nein, das liest sich schon nicht gut. Achso, das war's. Achso, das war's. Einfach nur so ein kleines Kunststückchen von Luka Bucickovic. Schön. Komplett unaufgeregte erste Halbzeit. Langweilig Deluxe. Das ist okay. Konzentriert bleiben. Es gibt so Spiele, da musst du halt auch einfach mal nur ein Pünktchen mitnehmen. Aber da ist auch noch ein weiter Weg. Macht das Sinn, ein Spiel abzusagen und das dann verschieben zu lassen, wenn man viel Magen-Darm-Grippe hat und so? Kann man das einfach mal einstreuen in so einer Saison? Wäre dann nicht so verkehrt, ne? Wenn das so eine Option ist, für dich da irgendwie was so ein bisschen hinzumogeln, wie du es brauchst. So, wir sind im Soll, genau. So, wieder frische, übliche Massierkram. Dann sind wir wie, ja, war eine komplett schimmelige erste Halbzeit. Alle mal motivieren da. In der Offensive. Vielleicht geht noch was. Gut, bin ich jetzt hier früh in Rückstand geraten in der zweiten Halbzeit. Ja, Glück für den HSV. Weit über das Tor. Gut, 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 gut. Ja, nach vorne tut sich nicht viel. Machen wir mal Doppelwechsel auf den Flügeln. Das ergibt, glaube ich, Sinn. Oh, das dürfte noch vor den Wechseln sein. Der Jan Ole trifft. Und der Jan Ole trifft. Schön. Attraktive Kollegin hin oder her. Der Jan Ole ist auch eine sexy Bitch. 1:0. Wo ist das super? Da ist das super. Kann der Jöllenbeck genervt sein von meinem Rumgespringe in der Coaching-Zone? Das wäre der nächste Big Point. Festknabbernde Mittelfeld. Ist doch okay. Haben wir im Griff. So, hier für euch Taktikfüchse. Hinten rein und Zeitspiel. Gut. Doppelwechsel auf den Außen hat weder Gutes noch Schlechtes gebracht. Was haben wir sonst noch? Engelmann ist wieder am körperlichen Limit. Tönnies mit der gelben Karte. Mit einer Riesennote. Egal. Und Federico für Wolf. Mitte dicht machen. So, da muss ZDM ja auch lernen und können. Ja, wobei muss er ja gar nicht. Er kann es ja bereits. Dem muss ich das nicht beibringen. Also spielen wir jetzt. Ne, Philips, nicht übertreiben. So. Schön auf der Achse alles. Abspielen. So, das passt soweit.
Aber ihm muss ich jetzt andere Anweisungen geben. Wo ist er? Federico. Kannst kreativ sein. Aggressiv sein. Muss nicht mehr mit nach vorne und muss nicht flanken. Das brauchst du alles nicht. Einfach Bälle klauen. Kurz vor der Tribüne. Jetzt aufpassen. Streamy, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Ja, am liebsten komplett alles hinten rein jetzt. Park the Bus. Für die... Ja, Sensation ist es auf keinen Fall. Überraschung. Oh, Alidou, da ist er wieder. Der momentan so steil geht in der zweiten Liga. Zweite Etage, gut. Kurz vor der Tribüne, letztes Mal reinrufen. Seit 300 Minuten sind wir stabil. Nein, nein, nein. Das war's. Ja, ja, stark. Schön. Sehr gute Phase gerade. Zauberhafte Phase gerade in Heide. 3 Siege in Folge, 4 Spiele ungeschlagen. Wir orientieren uns ganz weit weg vom Relegationsplatz. Und können ganz frech sogar auf Werder Bremen 2 schielen. Und wir haben tatsächlich 2050 Zuschauer. Höchste Zuschauerzahl am gesamten Regionalliga Nord Spieltag. Beim kleinen HSV-Derby. So, guck mal. Bewertung der Neuzugänge. Da sind wir doch bestimmt dabei, ne? Ne? Echte Verstärkung. Wachowski spielt, genau. Tönjes hat Lasse Greve, wenn man so möchte, verdrängt. Das hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht gedacht. Was ist denn das? Ah, geliehen ist das Häkchen. Aber viel wichtiger ist das im Blau stehende. Guter Griff. Malcolm Phillips, der spielt. Knötzinger, Veselinovic, die sind alle irgendwo erweiterte Stammelf-Kandidaten. Und das war's. Also, auch wenn wir gesagt haben, wir haben eigentlich nur Spieler verpflichtet, die so ein bisschen das Niveau treffen und halten, haben wir doch irgendwie nie gefloppt. Schön. Ja, okay. Das mit dem Hemmelingen SV hier, die überhaupt keine Mannschaft haben und jedes Spiel 3-0 verlieren, die zerschießen uns natürlich auch alle Statistiken und all solche Events da, Auslösungen. Ist natürlich blöd. Aber okay. Ja, jetzt merkt der Vorstand auf einmal, dass ich hier die, ne, dass die Früchte und so, die so, die ernten wir jetzt. So, Franzenburg, ja, der ist ein solider Keeper für die Regionalliga, leider viel zu weit weg von Pacholski. Erkältung, Scouting, alles ist alles von der quasi vor dem Spiel noch. Das ist, glaube ich, egal. Hier nur ein schlimmer Verletzter. Mannschaft der Woche Tönnies marschiert und riskante Ansprache hat geklappt. So, wir gehen wieder joggen. Machen einen Tag vor. Ey, ist echt gut, Leute. Echt guter Stream heute. Geht. Also wir haben ja, ne, das letzte Spiel, erstes Saisonspiel im letzten Stream 5-1 verloren. Dann sind wir heute auch wieder mit einem 5-1 klatschend gestartet. Aber jetzt haben wir eine schöne Stabilität erreicht. Und der nächste Sponsor sagt hallo. Emirates. Leider nicht bei mir. Und fertig. Okay. So, Training. Wie sieht's aus? Abwehr geht langsam hoch. Alles schön. Wieder keine Konter und keine Flanken. Katze, du bist echt der Wahnsinn. So, Aufbauspiel. Aufbauspiel, Eckenfreistöße können wir da mal pushen. Für Konter und für Flanken. Lange Bälle lasse ich noch drin. Ball halten, können wir hier vielleicht einmal ersetzen. Also hier Ecken, einmal rein, dann bei den Kollegen. Ecke und dann Aufbauspiel, wo bist du? Da. Pressing-Abseitsfalle brauchen wir nämlich gar nicht. Kurze Pässe sind immer irgendwie mit dabei. Ja, das können wir so lassen. Dann ist, glaube ich, nichts zu tun. Ne? Wir joggen, gehen weiter. Ja, dann auf geht's. Ein bisschen Tempo in so einen Spielstand bekommen ist ja auch nicht verkehrt. Obi Jan Wahnsinn haben wir verliehen. Alles gut. Müsste, kann man das nach... Ah, warte mal. Gibt's so ein Menü für... Oh, kleine Feier. Achtung, was heißt das? Schön. Das ist gut. Ach, da habe ich noch...
in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht reingeklickt, aber es sieht gut aus. Also der Tipp von euch, glaube ich, in jedem Stream mit viel mehr Reden und so, der ist auf jeden Fall goldig. Wenn man nicht daneben klickt mit Unsinn, das passt schon mal. Hier ist alles super. Das passt, finde ich gut. Jugendspieler. Da. Oh, ja, genau. Hier immer. Warte mal, ich muss mal ins Finanzielle gucken. 25.000 haben wir doch, oder? Ja, locker. Das ist ja genau das, was ich vor der Saison auch so bei dem Verschieben der Säulen so berechnet hatte, ne? Dass man den ein oder anderen Jugendspieler so angeboten bekommt. Dann nehmen wir den natürlich sofort mit. Hoffnung und so. Also viel schlechter als unsere Dreier-, Vierer-Talente kann der nicht sein. Da ist alles abgeschlossen. Passt. Gut, dann. Ah ne, wir sind noch gar nicht beim Aufstellen so weit dabei. Wir können die Woche noch weiterlaufen lassen. Und jetzt haben wir quasi wieder... Oh, Bremer SV, Rhein-Energiestadion. Das ergibt keinen Sinn für den Norden, aber okay. Dann egal. 1400 Zuschauer, ist gar nicht so schlecht. So, jetzt gucken wir mal, ist der Jugendspieler schon gelandet? Infektion, egal. Hier wurde schön in der Muckibude nachgeholfen, stark. Oh, also irgendwie Mannschaft ist, zieht gerade derb mit. Mannschaft ist gerade hochgradig motiviert. Das ist schön. So, auch hier, wo sind die Formen? Tönnies ist gerade super drauf, den kann ich jetzt nicht schonen. Hinrich ist gut drauf. Ja, kann man den Leon Hahn ersetzen. Nesen ist gerade echt hinten dran. Selber schuld. So, dann haben wir hier Sinzel wieder ein bisschen normalsterblich. Dafür ist der Seemann gut drauf. Also es wechselt echt wie... Ne? Also wechselt viel. Malcolm bleibt nochmal drauf. Aber Engelmann könnten wir mal schonen. Machen wir es mal so. Ja. So, und jetzt wie kriege ich... Ja. Auf die Bank kriegen wir ihn zumindest. So. Ich kann das Menü selber zusammenstellen. Okay, interessant. So, das passt. Dann. Ich glaube, meine Katze randaliert gerade. Gebt mir mal eine Sekunde. So, Federico bitte mitnehmen. Ja, den setzen wir auf die Bank. Also, wenn es sich irgendwie einzuordnen gibt, einzustellen gibt, dann nehmen wir den auf jeden Fall immer mit in den Spieltagskader, um auch Wechselmöglichkeiten zu haben. Ja, die hat gerade den aufgespannten Schirm so angetatzt. Und dann ist das relativ laut im Flur und das findet dann vor allem meine Frau nicht so witzig. Du bist frech. Möchtest du was reinsagen? Ne? Ja, komm. Jetzt hinlegen oder gehen, wie auch immer. Mein Gott, ist die wieder viel zu aktiv. So, also Bremen ist nicht so gut. Auf beiden Seiten ähnlich. Die sind minimal, also die sind auf Augenhöhe mit uns. Ja gut, okay, wir sind auch nicht so stark, ne? Wenn ich jetzt so sage, guck mal, die sind alles so 50er, ist ja schimmelig, aber ja. Wir sind auch nicht viel besser, also brauche ich da... Ne, warte mal, hatte ich die Taktik? Ohne Vorgabe, genau. Können wir, wie gehabt, ins Spiel gehen. Also Leute nochmal ansprechen, so, hier Knötzinger spielt jetzt. Jawohl, Knötzinger kommt und spielt. Hinrich, nach langer Zeit mal wieder. Oder das körperliche Dingen, ne, hast andere Defizite, na dann... Güslü, dem kann man nie was sagen. Der ist gerade körperlich stärker geworden.
Lassen wir es mal. Tiedemann. Jawohl. Passt. Jetzt können wir raus. Und dann Duell auf Augenhöhe. So. Werden nicht verlieren. Sind wir mal nicht ganz so gierig. Aber nach den letzten Spielen, 4 Spiele in Folge ungeschlagen, 3 Siege in Folge, werden Sieg schon nicht allzu unrealistisch. Aber kaum sage ich's, fällt das frühe Tor für den BSV. Jetzt können wir zeigen, dass wir eine Top-Mannschaft sind. Top-Mannschaft der Regionalliga Nord. Früher Rückstand, ist ja noch genug Zeit. Konzentriert. Die Gangart rauer zu schalten, zum Beispiel. Okay, Hinrich, gute Idee. Da ist schon der erste. Oh, da ist schon der erste Frustmove. Ah, okay, Ecke. Schön aufgeladen. Jetzt rutscht doch mal rein da. Ecken haben wir doch trainiert. Mann, Deckung. Och, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nie darauf geachtet, ob der Gegner so einen übelst guten Stürmer oder Spieler hat. Aber stimmt. Wenn wir mal einen ausnahmeoffensiven Gegenspieler sehen, müssen wir das mit der Manndeckung vielleicht mal versuchen. Fällt mir wahrscheinlich aber erst dann ein, wenn dieser offensive Monsterspieler da irgendwie 3 Buden gemacht hat. So, und wir wollten unbedingt den Giorgio mitnehmen. Und jetzt kommt er, ob er will oder nicht, zu mehr als einer Halbzeit Spielzeit in der Regionalliga Nord. Bei einem nicht unwichtigen Spiel, bei einem 1:1. Das ist doch, das liest sich einfach. Flanke, Kopfball, Tor. Das trainieren wir doch die ganze Zeit und muss auf 5 von 5 sein. Spiel gedreht. Das ist super. Das ist das, was ich eben meinte mit hier Spitzenmannschaft, ne? Frühes 0-1, verknuspern und dann gegenarbeiten und Spiel drehen. Und das sogar noch vor der Pause. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Ja, sag ich ja. So, Jungens. Wer will massiert werden? Zack, zack. Das passt. Dann können wir hier loben. Können wir aber dem Knötzing auch mal sagen, hier läuft es nicht. Siehst du ein, sauber Knötzi, alles gut. Und dann motivieren wir unser Talent. Ja, können einfach so weiterspielen. Da müssen wir jetzt nichts verändern. Oh, Ball rollt, cool. Nee, kein cooler Trick. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, geht drauf. Jetzt! 4 Siege in Folge. Wer hätte das heute vor dem Stream und nach dem zweiten 1:5 in Folge zum Saisonstart für möglich gehalten. 60 Minuten rum. Traum für jeden Torwart. Ja, sauber. So, ist schon jemand müde? Nicht wirklich. Knötzinger mit der schlechtesten Note und der gelben Karte. Das ist ein einfacher Wechsel.
Nicht genug Druck. Hinterm Ball, sauber. Schön. So, sofort Konzentration wieder mahnen. Ja, das von euch formulierte Ziel ist verstanden, Phänomeno. Unteres Mittelfeld vom Präsidium interessiert nicht. Einstelliger Tabellenplatz. Wären wir jetzt Punkt gelandet. Ist aber, glaube ich, dann auch nicht so verkehrt mit Gedanke Richtung Level-Ups als Manager. Angebote aus Düsseldorf und so, ne? Wisst ihr Bescheid. So, Seemann wird müde. Sinze kommt. Auch ein Wechsel, der überhaupt null wehtut. Keine Bauchschmerzen verursacht beim HSV. Oh. Da. Näherten wir uns der Entscheidung. Flach nach innen. Ja. Achso. Unsicherheiten bescheren Ecke. Ecken haben wir doch trainiert, Leute. Ja, unglücklich. Tor. Guck mal, wie oft wir da jetzt am Drücker sind. Jetzt macht das Ding dicht. Macht den Sack zu. Nein, er kann die Ecke klären. Das will ich nicht lesen. Sowas will ich nicht lesen. Noch 10 Minuten. Letzter Wechsel. Wo haben wir denn überhaupt noch jemanden, der vom Platz kommen könnte? Dennis Engelmann für Quateng. Ja, das machen wir noch. So, geht drauf. Ja, komm. Voll aufgeladener Balken. So, was ist einfach? Sofort Auflösung im Textmodus. Auflösung im Textmodus. Fertig. Bilderbuch, Konter. 5 von 5. Schon die 6. Vorlage von Jan-Ole Buzek. Ich würde gerne sagen, super, aber dann bin ich auf der Tribüne. Hier regiert der HSV. Ah, schade. Das 4. Tor wäre vielleicht auch zu viel des Guten gewesen. Schönen guten Abend, Tommy. Schön, dass du auch noch dabei bist. Zum wunderbaren FM 13 Night Session Stream. Aber du kommst sehr spät und auf den allerletzten Drücker. Zum 5. Spiel in Folge ungeschlagen. 4. Sieg in Folge. Ja, auch da viele Zuschauer in Bremen. Aber wir sind sehr stabil unterwegs. Was haben wir da? Drochtersen-Assel ist eine Siegesserie um 5 Positionen geklettert. Das machen wir denen jetzt vielleicht nach. Klettern auch fleißig hinterher. Und da unten, da stand neues Manager-Level. Ja, Präsidium ist verliebt. Klar, die merken auf einmal, wir machen gute Dinge, gute Entwicklung. Philips verletzt. Ich glaube, das Manager-Level, ne? Oh Fortuna, so wunderschön. Jetzt ruf halt an und biet den Vertrag auch an. Ole, ole. Ja, so in die Richtung. Manager Level 3. Also da kann jetzt doch Richtung Traditionsclubs in der 4. Liga oder gar 3. Liga was passieren, oder? Das wäre doch schon mal cool. So, hier sind so ein paar nicht so coole Dinge, die sich bis zum nächsten Spiel lösen müssten. Christian Kufner, gute Einwechslung gehabt. Und irgendein Bäumchen. Okay, erstmal egal. So, wir gehen einen weiter und machen dann sofort Pause und starten Montag frisch in die neue Woche. Da steht jetzt wahrscheinlich was mit Messi und nervt. Oh, gar nicht. Kein Messi, kein Ronaldo. Bestes Gameplay. FIFA World Player Gala. Lewandowski auch hier, 2. Platz. Wie geht das? Oh, wie blöd. Von mir aus. So, jetzt gegen den HSV 96-2 gegen Hannover 2. Auch wieder knifflig, aber nicht unlösbar. Also ein Spiel machen wir heute noch. Vielleicht kommt jetzt wirklich Düsseldorf. Hier kann man das, glaube ich, gucken, ne? Karriereoption, guck mal. Ja, das ist alles. Da ist nichts, wo ich sage, boah, geil, da würde ich mich anbieten wollen. Ne. Ja, Victoria. Also. Ja. Wo sind die denn gerade? Sind die noch 3. Liga? 3. Liga. Abstiegskampf, 3. Liga. Aber witzig. Das. Sebastian Deißler.
ist, macht irgendwas beruflich noch mit Fußball, trotz seines seiner Depression. Das ist interessant. So, Abwehr hat wieder ein bisschen abgenommen. Da müssen wir dranbleiben. Wir können wieder Konter und Flanken runterschrauben für die Standards. So, das lassen wir alles. Das lassen wir tatsächlich alles. Aber wir können noch einmal die Ecken reingeben. So, dann für die Offensive. Lange Pässe muss bleiben. Konter können wir einmal ersetzen. Und Flanken. Einmal ersetzen. So, weiter geht's. Ja, Ausland ist noch. Wir lernen jetzt erstmal wochenlang. Ach, wieder diese Jugendkacke mit dem Überbieten. Letztens bei dem RV hat uns Atletico Madrid überboten. Jetzt Groningen. Ja, komm. Wir verpflichten sonst keine Spieler. Also vollkommen egal. Veselinovic ist wieder fit. Weiter geht's. Reicht's schon für die Startelf? Werden wir sehen. William Wachowski möchte bei Standards nach vorne. Das ist doch meine Ansage. Gucken wir uns an. So, die sind 644. Immer noch nicht gut genug für Park the Bus. Also sind wir mutig. Vor allen Dingen zu Hause. Bleiben bei der gleichen Strategie. So, und bei Wachowski. Fels in der Brandung. Ja, ich meine, warum soll ich ihm das verwehren? Gucken wir mal. Der möchte... Was? Ah, okay. Das kann man nicht erst ansprechen und dann reagieren, wenn wir nicht drauf reagieren. Nein, der ist sofort einfach traurig. Okay, von mir aus. Kriegen wir aber gelöst. So, Fanartikel super. Was haben wir hier? Ja, jetzt krabbeln wir auch da nach oben. Also wir sind gerade auf einer schönen Welle. Da macht's Spaß. Das sind alles, glaube ich, Nobodies, die wir nicht wollen. Super Formgewinn bei zweite Mannschaftsspieler. Ja, der Voltenko, der braucht Zeit. Der braucht Zeit. So, zack. Wir stellen auf. Wir gehen auf Wachowski. Ja, wobei. Jetzt hat er ja schon den Moralverlust. Jetzt muss ich da doch gar nicht mehr drauf eingehen, oder? Jetzt ist halt einfach so. Ist halt so, oder? Dann brauche ich ihn auch nicht mehr umstellen. Können wir weiter schimmelig defensiv denken. So, wo sind die guten Formen? Kufner. Ja, Knotzi. Das ist keine gute Form, Kollege. Da musst du raus. Da musst du raus. Sinzel, da passt alles. Also die Stammtruppe gefällt mir gerade. Die macht mir Freude. Frische ist auch da. 88, das Schlimmste. Mega gut. Gute Trainingswoche für die Jungs. So, und Knötzi, ne, kannst dich mal hier wieder ein bisschen beruhigen. Kommt unser Lieblingsfußballer auf die Bank. Das passt alles. Sturmtank. Veselinovic ist nochmal größer. Das verifizieren wir nochmal, ne, sorgfältig. 1,96, ich glaube, das ist der größte Spieler im Kader. Ja, 10 cm Unterschied sind auch durch gute Technik nicht auszuhebeln. Da wisst ihr Bescheid. So, hier, das bleibt. Laufwege bleibt. Teamvergleich. Irgendwo auffällig schimmelig. Es kann doch nicht sein, dass der es nicht gebacken bekommt. Vor allem Hannover 96 spielen wir zum zweiten Mal gegen. Der müsste uns doch jetzt klar sagen können, naja, okay, dann halt nicht. Hier, der Tana, der hat doch letzte Saison ein Riesenspiel gegen uns gemacht. Den müsste man doch immer noch kennen, oder nicht? Warum ist der... Naja. Okay, so, und das hier ist... Ist das hier die Manndeckung, oder was? Oder ist das nochmal was anderes? Oder wie geht das so? So geht das. Okay, Manndeckung, so. Kann ich das wieder wegnehmen? Oder was ist das jetzt hier mit dem 1-1? Ist das ein Vergleich? Das Sonderbewachung? Das hätte ich eher gemacht. Sonderbewachung für den 65er. Ja, machen wir das mal. Machen wir mal eine Sonderbewachung. So, dann sind wir aufgestellt. Nein, ich habe das... Ja, wobei, wir haben so viel geredet. Dann kann man auch mal ein Spiel ohne Reden machen. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Nehmen wir das mal als Ansage. Und dann geht's raus. Letztes Spiel für heute. Wieder schwächer.
vielleicht auch deutlich, aber eigentlich heißt das nichts in der guten Verfassung, in der wir uns befinden. Michi Kempter mit Originalgesicht, mit Fotochen, unser Schiedsrichter heute im Mittelfeldduell. Also auch da wieder, ne, wenn wir uns da durchsetzen, ne, dann festigen wir uns erst recht auf dem geforderten einstelligen Tabellenplatz. Wessen Form soll ich mit Einzelgesprächen pushen? Welcher Spieler genau? Oh, frühe Verletzung bei Niklas Tarnath, dem Sohn von Michael Tarnath. Und da fällt was, oder? Da steht Tor. Ich wollte gerade sagen, was war da? Ja, gut. Läuft, Freunde, es läuft. Also, ach so, okay, mit allen irgendwie reden, die keine gute Form haben. Okay, guter Punkt. Dachte jetzt ganz gezielt, einer wäre da aufgefallen, weil ich finde, unsere Formen, unsere Spieler, unsere Mannschaft ist gerade top in Form. Na, halbe Stunde rum, gelb für ein IV, nicht schön. Ja, 1,96, Sinisa Veselinovic. Der sollte doch eigentlich Angst und Schrecken im 16er verbreiten. Und der Kelvin ist torgefährlich. In der letzten Saison auch schon. Mit Huf aus der zweiten Reihe und an allem. Und der soll gar nicht nach vorne. Ja, aber der macht das halt einfach. Der Kelvin, der macht das einfach. Sehr, sehr schön. Doppelpack. Elat. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. So, wo sind, wo, hier können wir loben. Klick, 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 klick. Und Veselinovic nochmal motivieren. Selbst ein Türchen zu machen, macht natürlich kein schlechtes Spiel mit seinen Vorlagen und allem. Aber gut, Kali Elat. Kali Elat ist auch ein schöner Nickname. Na, ihr erinnert euch an die Jahreshauptversammlung, wo der Präsident die 2 Jahre Vertragsverlängerung da als Geschenk verkauft hat. Das kann jetzt natürlich nochmal wichtiger werden. Ich meine, auf der Position sind wir 2,5-fach besetzt. Eigentlich dreifach. Also unser Malteser Superstar ist im Endeffekt auch für die 6 vorgesehen. Jetzt ziehen wir den mal rein und zurück. Hier wechseln wir tatsächlich mal den Steffen Nielsen wieder ein. Kriegt ein bisschen Spielzeit. Und da wechseln wir den einen für den anderen verhassten Kollegen aus und ein. Jetzt wäre eine schöne Textmoduszeile, schön von wegen, sie geben sich nicht die Hand beim Wechsel oder so. Schön nochmal Drama reinbringen. Nur 9 Punkte zum Aufstiegsplatz. Ja, richtig, vielleicht ziehen wir es auch einfach durch. Einfach mal aufsteigen. Die Mannschaft arbeitet einfach gut weiter. 2 Wechsel haben wir noch. Kufner könnten wir. Aber da haben wir leider nicht so viel Wahl. Ja, linke Seite hätten wir noch. Und die ist eigentlich noch stabil dabei. Aber okay, Sinzel für Seemann geht. Geht immer. Momentan ist der Ausstieg näher, ja. Also mir reicht Saisonziel erreichen, sowohl euer gesetztes als auch das vom Spiel, vom Präsidenten für Level-Ups, um dann potenziell zu einer
spannenderen Truppe zu wechseln. Also Heide ist witzig, aber ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Traditionsverein so hier im Westen, Regionalliga West oder vielleicht sogar schon dritte Liga, was auch immer da realistisch ist beim FM 13. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool. So, dann können wir doch noch den Marvin Wolf bringen. Für die letzten 10 Minuten, aber das Ding ist längst durch. Ja, das ist eine Kamera, genau. Die ist nicht für dich. So. Oh, okay. Ja, als Schalker. Zweite Liga ist, glaube ich, hart, ne? Aber da geht, glaube ich, von diesen ganzen ambitionierten Top-Clubs in dieser Saison für Schalke noch am ehesten was. Wobei der HSV ja jetzt auch ins Rollen gekommen ist. Aber Bremen und Düsseldorf kaspern rum und drumherum sind dann noch ganz viele andere Teams, die Bock haben. Also das nicht auf meine Kosten, wenn man so möchte, aber generell ist das eine sehr spannende, coole zweite Ligasaison. Und wir gehen aus dem Stream tatsächlich mit 5 Siegen in Folge, 6 Spiele in Folge, ungeschlagen, fast wieder 2000er-Marke geknackt. Also Andreas, siehst mir nach, wenn ich jetzt hier den Haken setze, obwohl es gerade so gut läuft, weil man soll man aufhören, wenn es am schönsten ist, genau. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn wir in den nächsten Stream starten, einfach die Serie weitergeht und wir uns dann da auf dem einstelligen Tabellenplatz stabilisieren. So, von daher, ja, dann war das heute ein sehr erfolgreicher Stream, auch wenn er so nicht angefangen hat mit der 5-1-Klatsche am zweiten Spieltag, aber wir haben uns gefangen. Die Mannschaft ist gut drauf, ja, trainieren solide, Form und Motivation, alles ist da. Wir sind auf Kurs. Vertragsverlängerung oder neuer, spannenderer Verein als der Heider SV. So, und von daher, wie gesagt, ganz herzlichen Dank fürs ausdauernde Dabeisein. Für heute ist das der letzte Bildschirm, der schöne Tabellenbildschirm auf Platz 7. Und ja, dann Augen auch auf Twitter und auf Discord. Da gibt es dann wie immer die Ankündigung zur nächsten Night Session mit dem FM 13. Mindestens versprechen kann ich Sonntag 11.11 Uhr für alle Freunde des virtuellen Gamepad-Fußballs PES 2013 Master League mit der glorreichen Fortuna weiter. Aber für den Moment erstmal eine erholsame Nacht und das Wichtigste, natürlich bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Stream. Tschüss, ciao.